Wir machen das jetzt einfach mal. Wir können es ja noch mal. Ah, seht ihr uns? Guten Hallo, Morgen. Guten Morgen. Herzlich willkommen zum Plausch auf der Couch, dem Original. So, heute zu Gast bei mir Jutta. Mal wieder. Genau. Jutta wird öfter mal dabei sein. Nicht immer. Aber nee, wir wollen ja auch ein bisschen Abwechslung haben und da kommen so einige nette Leutchen, wie soll man das sagen, very important people. Gottchen. Ja, nein, das ist ein bisschen übertrieben. Also was, obwohl der ein oder andere vielleicht tatsächlich, aber ja, ne? Wir wollen es mal machen jetzt hier. Für mich sind meine Zuschauer immer die Witz. Ja, ja, das ja sowieso, ne? Wenn wir ohne Zuschauer könnten, brauchten wir es ja nicht machen. Guck ne? mal, ich habe wieder geribbelt. Warum? Ich kriege wieder Übung drin. Sag mal, ich habe letztes Mal, ich habe das ausgemessen alles und habe dann gemeint, das passt doch nicht. Doch, es passte. Ja. Aber das soll doch ein Pullover für kältere Wetter sein. Ja. Und wenn ich den anziehe, da kriege ich nichts mehr drunter. Ja. Jetzt habe ich doch. Und wie weit warst du schon? Ja, so ein Stückchen ungefähr hatte ich schon. Noch drauf. Ja. Ich bin ja jetzt bei dir, also. Stricken. Ja, nun strick schön los. Strick schön los. Okay. Ja, ja. Strick schön ja, los. Ja, Oma hat ja immer gesagt, ne? Strick schön. Ja. Geh mal. Mann. Und, ach, guck mal, jetzt sieht man das gar nicht mehr. Ich habe schon vorhin gedacht, man sieht meinen Bauch. Irgendwie wirkt der das so komisch, als wenn ich. Nein, alles gut. Alles gut. Ich habe schon wieder 3 Kilo zugenommen. Ich bin todtraurig. Ja, aber das liegt ja immer da dran, weißt du. Ich habe zu Harry gesagt. Du musst dich morgens wiegen. Nein, weh. Das mache ich doch auch morgens. Morgens. Ich gehst erst auf Toilette. Trotzdem. Ja, dann machst du dich fertig. Ja, und dann bevor du dich anziehst, musst du ja nochmal auf Toilette, weil dann. Ach, ne? Ja. Ja, ich oft. So. Und dann, wenn nichts mehr drin ist, dann wiege ich mich. Es nutzt aber nichts. Ich habe trotzdem 3 Kilo zugenommen. Also ich habe 3 Kilo zugenommen und das liegt daran, weil wir ständig wieder Süßigkeiten im Hause haben. Und Süßigkeiten im Haus ist für mich, das geht nicht. Die müssen vernichtet werden. Weil ich will ja keine Süßigkeiten im Haus. Also muss ich die ja, ne? Und jetzt ist Schluss. Wehe. Also ich kann also halt gut ohne Süßigkeiten. Ich habe zwar ja, auch Süßigkeiten ich im Haus, auch. Aber die kaufe ich extra für Besuch. Ja, aber ich ja auch. Also hier zum Beispiel esse ich ja so gut wie überhaupt nichts Süßes. Ja. Nix, gar nichts. Es schneit. Ein wenig. Okay. Okay. Ich habe heute Morgen aus dem Fenster geguckt, weil ich gestern Abend noch gehört habe, es soll heute irgendwo schneien. Ich denke nicht, dass du auf einmal zugeschneit bist und kommst nicht raus. Ich brauche heute kein Tuch. Was ist denn hier los? Die Heizung auf volle Pulle? Mir ist nicht kalt. Also ich laufe immer mit kurzen Ärmeln im Haus. Ich wollte gerade sagen, also hier ist jetzt, ich glaube, durch dieses Wetter draußen, die Heizung ein bisschen mehr angesprungen. Oder okay, es kommt davon, weil ich heute Morgen schon so hin und her gerannt bin. Aber ich habe jetzt für die Zuschauer, die jetzt gestern bei mir den kleinen Strickladen in den Highlands, Margarets Strickbuch bestellt haben, habe ich heute Morgen, als ich den Laden aufgeschlossen habe, bin ich sofort hinten ins Büro und habe es sofort bestellt. Die Bestellung ist schon raus. Ja. 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 Genau. Voll gestresst. Voll gestresst. Schon am frühen Morgen. Es sitzt hier schon auf der Couch und kann hier schon Kaffee trinken. Ja, die habe ich mir auch nicht gebracht. Und stricken und ich bin hier voll in Action schon. Oh, ich habe sie einfach gelassen. Ja. Ab und zu braucht Moni das. Ich muss ja. Aber dann komme ich immer so leicht ins Schwitzen. Ne? Ah. Ja. Naja. Ins Schwitzen komme ich nicht so schnell. So, und gestern wolltest du dir Avatar angucken, oder was? Ja. Und? Nichts draus geworden? Die erste Viertelstunde habe ich geschafft. Und dann bist du eingeschlafen, oder? Nee, dann habe ich gestrickt. Ach so. Und ich bin noch beim Kleid jetzt oben beim V-Ausschnitt. Ja. Ja, da kannst du kein Fernsehen bei gucken. Nicht dann alles wieder aufribbeln müsste, wenn ich dann Fehler mache, das kann ich. Nee. Was habe ich denn gestern? Ich hatte gestern Aktenzeichen XY habe ich geguckt. Nee, also ich habe gestern einen Faulenzer-Tag gehabt. Aber so einen richtigen.
Ich habe nichts gemacht. Ich bin morgens nach dem Aufstehen, bin ich mit Harry einkaufen gefahren, haben uns, ja, Lebensmittel mussten wir haben, ne? Immer bei Wehrmann gewesen. Und dann, weiß ich nicht, so um 12:45 oder so waren wir wieder zu Hause. Habe ich Mittag gegessen und danach habe ich mich auf die Couch gesetzt und habe gestrickt und Fernsehen geguckt, bis Harry um 10:30 abends wiederkam. Zwischendurch bin ich nur aufgestanden, um mir Getränke zu holen. Meine Katze rein und raus und rein und raus. Du warst sozusagen faul. Ich war faul. Ich war gestern, was für ein fauler Tag gestern. Und das, ich meine, die Sonne schien, ne, so schön durchs Wohnzimmerfenster. Auf dich. Da habe ich gedacht, du gehst hier nicht weg. Du gehst hier nicht weg. Machst du nicht. Wollte eigentlich gestern im Schlafzimmer ein bisschen, weißt du, so ein bisschen umändern, mal raussuchen, was man nicht mehr so anzieht. Also in so eine Tüte hier fürs Altkleidersammlung packen. Betten wollte ich beziehen. Alles mit dem Wollte kenne ich. Ja, ich will auch wollte. Was wollte, ist daraus wollte, geworden? Wollte. Gar nichts, ey. Oh. Und dann heute Morgen. Da bringt der Harry mir meine Wäsche aus dem Keller. Er hatte für mich eine Maschine Wäsche angestellt. Und dann holt er mir das, ne? Schön getrocknet, schön gemacht, alles so super. Ich ziehe den Pullover, schwarzen Pullover, ne? Ich hatte da, ich muss heute meinen schwarzen Pullover an. Dieser Mann ist seit 40 Jahren mit mir verheiratet, weiß, dass ich Allergiker bin. Und was macht er? Weichspüler in meine Wäsche. Erstmal kann ich den Geruch nicht ertragen. Ich bin ja so geruchsempfindlich. Ich bin gar kein Weichspüler. Ich kann das nicht ab. Und dann weiß er doch, dass ich das auf der Haut überhaupt nicht vertragen kann. Tja, dann habe ich den ganzen Wäschekorb wieder dahingestellt und habe gesagt, so, bitte noch einmal. Boah, bist du gemein. Ja nun, was soll ich machen? Ich kann das nicht selber machen. So nicht, ja, ich musste ja zur Arbeit jetzt. Ja, okay. Ja. Und die Waschmaschine, die wäscht von alleine. Also, aber ich nehme schon lange keinen Weichspüler mehr. Nee, schon lange also nicht mehr. Also ich auch nicht. Für nicht. Boah, die ganzen Zusatzstoffe oder die Inhaltsstoffe, die da drin sind. Oh, nee. Also. Außerdem beim Trockner werden die sowieso schön flauschig, weich, alles. Ja. Und Handtücher mag ich eigentlich ganz gerne, wenn die ein bisschen rubbeliger sind. Ja. Gefällt mir ganz gut. Ach, du, wenn du schon ein schönes, gutes Waschmittel hast, dann brauchst du das gar nicht alles. Der braucht nicht schön zu sein. Der muss so gut sein. Ja, gut. Also dieses Schaf da, das glotzt mich so blöd an. Welches Schaf? Da, die auf dem Tisch. Ich habe immer das Gefühl, der beobachtet mich. Da gucke ich immer an, ich will immer grinsen. Ja, guck doch mal, wie das guckt. Oh Mann. Ja, man, guck du komm, an, dreh dich um, Schäfchen. Wenn ich sagen will, hab Hunger. Ey, gestern Abend Dschungelcamp geguckt, ne? Mhm. Ey, da sagen die doch, sagen sie immer, lesen ja vor, was sie zum Abendbrot kriegen, ne? Ja, 6 Stück Alpaka. Ich sag, was? Alpaka! So. Ich hätte sie ja killen können. Ich sag, so ein süßes Alpaka, das isst man doch nicht. Es gibt Länder, da werden Hunde und Katzen gegessen. Ja, noch schlimmer. Und hier werden Schweine und Rinder gegessen. Ja, und? Wo ist da der Unterschied? Also ein Unterschied zwischen einem Schweinebraten und einem Katzenbraten ist ein ganz... Sag mal jemandem, der ein Haus, ein Schwein als Haustier hat, was von Schweinebraten, der wird dir was anderes erzählen. Ich glaube, da kommt nur darauf an, was für eine Beziehung du zu dem Tier hast. Ach, ich esse ja eh kein Schweinefleisch. Ich darf ja gar nicht dieses fettige Zeus. Ich esse ja nur Geflügel oder Fisch. Was anderes esse ich nicht. Diese Tage, wo wir da jetzt gerade so bei sind, bei diesen ganzen, diese Tage habe ich ja mal so im Fernsehen, mal Nachrichten und so. Und dann habe ich mir so gedacht, weißt du, diese jungen Leute, ne? Mhm. Die sie da aus dem Dorf da entfernt haben. Lützerach und ja, dann. Lützerhof oder irgendwie ähnlich. Ja, okay. Was ist das eigentlich bei denen? Ob die wohl... Ich frage mich immer, gehen die nicht zur Schule oder zur Arbeit?
Haben die Zeit da die ganze Zeit? Oder zahle ich das mit meinen Steuergeldern, dass die da rumlungern? Du meinst, die demonstrieren? Hm? Die demonstrieren ja nicht, die besetzen ja. Ja. Fremdes Eigentum. Ja, nun, wenn die gut in der Schule sind. Ach, wenn ich gut in der Schule bin, dann kann ich mal ein halbes Jahr wegbleiben oder was? So ein halbes Jahr. Ja, die waren doch so lange da, habe ich gelesen. Hm? Ja, wohl ganz lange. Dann haben sie das wohl nicht so berichtet. Vielleicht mal haben die Wechselschicht. Mal geht der eine zur Schule, mal der andere. Na, das hätten meine Plagen sein sollen. Sag mal, ach, es sitzt noch im Auto. Ich wollte gerade sagen, war das nicht gerade jemand? Hm. Die haben eben halt etwas, wofür die einstehen. Wie man das so findet, ist eine ganz andere Sache. Das muss jeder selber für sich entscheiden, ne? Das muss jeder die für haben sich auf jeden Fall entscheiden. Stehen. Hallo! Guten Morgen! Morgen! So, da sind wir wieder. Sechs Reihen später. Sechs Reihen später, zwei Kunden später. Ja. Geht's weiter. Ja. So, wollen wir mal, ne? Ich bin immer noch bei mir. Atme erstmal tief durch. Hier mein Osaka-Schal, da brauche ich nicht über nachzudenken. Wie weit bist du da jetzt bei dem Grünen? Oh, bei dem Grünen, also toll, das. Oder was weiß ich? Ich finde das ja toll. Das ist ja Kaschmir, ne? Und. Oh. Ja. Aber ich kann dir eins sagen, es ist so langweilig. Ganz ehrlich? Ehrlich, ganz langweilig. Ganz ehrlich, wenn ich so einen Schal machen würde, ich gebe es ganz ehrlich zu, hätte ich keine Geduld. Wieso? Ich würde meine Strickmaschine anschmeißen. Oh. Und dann würde ich innerhalb von einem halben Tag, hätte ich das Ding in der Runde gestrickt. Ja, aber das ist dann nicht von dir. Ja, sicherlich. Also ich bin ja nie, weißt du, wie ich bin mühsam so das ist, so einen Schlitten immer hin und her zu schieben? Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Deswegen nähe ich nicht. Ah. Deswegen nähe ich, weil mich das nervt. Das ehrlich? Da rege ich mich auf. Ich kann also stundenlang an so einem Strickstück fummeln, wenn es auch ein bisschen langweilig wird. Soll ich meine Nähmaschine rausholen und ich soll irgendwelchen Faden einfummeln, dann schmeiße ich das Ding an die Wand. Oh, ich finde das unmöglich. Da bin ich mit der Hand schneller, habe ich das schneller genäht als mit der Maschine. Kennst du das Zauberwort? Was denn? Bitte, Geduld. Danke. Geduld! Ach komm, Geduld. Mit deiner Geduld. Ich habe keine Geduld. Du, ich habe es auch lernen müssen. Meine Kinder habe ich viel genäht. Mm-mm. Ah. Also, gehe ich in den Laden und kaufe. Nee. Und wenn du nichts kriegst, was du dir das jetzt vorstellst, ja, dann musst du es selber nähen. Nee, also ich werde nie vergessen, das sagt der Harry, das heißt, ich sage, ach, meine ganzen Stickbilder, ich hatte ja immer ganze Stickbilder gemacht, ne, und ich glaube, ich kaufe mir mal bei IKEA, darf man das sagen, also es ist ja eine Dauerwerbesendung. Also bei IKEA habe ich mir gedacht, holst du dir Sofakissen? In schlicht und dann nähst du die da schön drauf mit einem schönen Stich. Ja? Was macht mein Mann? Kriegt das mit und sagt sich selber, oh, jetzt machst du der Frau mal eine Freude. Hat die Nähmaschine gekauft? Ja, fährt nach Pfaff in Herford und kauft mir eine Nähmaschine. Hat sich beraten lassen und kommt mit so einem der Einzige, der jemals auf dieser Maschine genäht hat, ist meine Nachbarin, als ihre Maschine kaputt ging, hat sie mich gefragt, hast du eine Nähmaschine? Ich sag, kannst du so lange behalten, wie du willst. Und dann hat sie mir die nachher wieder ganz ordentlich und schön, hat sie mir die wiedergebracht. Aber ich selber habe da noch nicht eine Naht mitgemacht. Warum nicht? Ich habe keinen Bock drauf. Gottchen. Das Ding muss ich erst aus dem Schrank holen. Dann muss ich jetzt, erst dieses komische Zeug da, diese Nadel und Faden und was das da ist, muss ich dann da reinfriemeln. Das nervt mich schon, da habe ich schon keinen Bock drauf. So, dann brauchst du ja auch mal wieder einen anderen Faden. Da musst du das Ganze wieder auseinanderwuseln. Das geht und dann habe ich mit der Hand meine ganzen Stickbilder, habe ich fein säuberlich auf meine Sofakissen genäht. Nee. Hält nee. Alles wunderbar. Ich bin so schnell mit der Hand. Sag mal, ich bin dann immer so ein bisschen erstaunt darüber, was sind dann also die beiden und da hinten auch noch ein Auto.
Bin ja mal gespannt, wann denn mal einer von denen so. Man weiß es nicht. Ja. Nein, also nähen ist nicht meine Passion. Ja, ich mag das. Also jeder, der das, ich meine, um Gottes Willen, ne? Also jeder soll nähen und machen, wie er möchte. Es gibt Leute, die können super nähen. Ich habe alles, ich habe früher Röckchen, Kleidchen, Bolero-Jacken, ich habe alles Mögliche habe ich genäht. Da. Auch für mich? Ja, das will ich ja gar nicht absprechen. Ich habe jetzt da schon sind Künstler, die jungen Leute heute, die nähen ja auch für allem. Aber es ist halt nicht meins, ne? Ja, muss ich dann, auch nicht sein. Dann stricke ich lieber. Ja. Ich mache gerne alles. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sitzen hier wie Hühner auf der Stange. Ja, klar. Alles hat sich versteckt. Ja. Nichts versteckt. So. Wo waren wir? Bei der Nähmaschine waren wir am Reden. Ach ja. Ach, das können wir auch jetzt. Ja, ich wollte ja auch mal so hier diese Projekttaschen nähen. Ja, übrigens, ich kriege ja noch zwei. Ja. Fällt mir jetzt gerade wieder ein, gut, dass wir drüber reden. Sage mir mal, wie ich nähen soll. Oh. Fuß? Zehen? Ja. Gaspedal? Ach ja. Du, dann ist mir auch irgendwann klar Ach, geworden. Ja. Das da habe ich auch gedacht, wie soll ich denn das Gaspedal betätigen an der Maschine? Du weißt ja, wie wir das machen. Das machen wir anders. Das kommt noch. Ja, sonst hätte ich gesagt, gib mir die mal, weil ich habe da jemand, der würde mir die nähen. Dann die beiden Stoffe, die ich gesagt habe, wo du für mich was rausmachen sollst. Die anderen kannst du ja behalten. Ja. Aber dann, das ist mir genau. Nämlich, ich wollte nämlich schon längst angefangen haben mit dem. Ja, da habe ich überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Ja, ich auch nicht. Und dann fiel mir auf einmal ein, Mist, wie sollst du den Gaspedal bedienen? Das stimmt. Dann haben mit der Hacke kannst du nicht richten. Nein, das stimmt. Das aber ist so richtig. Langsam wird es immer besser. Ich habe gestern. Nein, mach gestern das mal. Den ich habe da jemand, der. Rollstuhl habe ich an Seite oder habe ich mitten im Zimmer hingestellt und dann bin ich nur noch gelaufen. Ich glaube, ich habe sogar ein bisschen übertrieben, aber irgendwann müssen die Muskeln ja mal mehr werden. Aber ja. Weite Strecken geht zwar noch nicht, aber es reicht ja öfter mal kurze Strecken. Wenn man das immer hintereinander macht, das merkt man schon. Dann merkt man es, ja. Ach ja. So. Wir haben jetzt, also habe ich das schon gesagt, dieses Jahr, das ist echt, ne? Guck mal, jetzt habe ich erst zwei Geburtstage im Februar. Ne? Meine beiden Schwiegerkinder haben ja beide im Februar Geburtstag. Mhm. So, im März fahren wir in Urlaub an die See. So. Im März schon? Im März fahren wir. Ist aber noch ein bisschen kühl, ne? Ja, wir haben ja diese Penthouse-Wohnung oben in Residenz am Yachthafen. Ja, aber ihr wollt doch nicht nur in eine Wohnung sitzen. Nee, das tun wir auch nicht. Also okay. Man kann sich ja dementsprechend anziehen. Also im Winter, wir fahren eigentlich immer im Winter nach Grimmershörn. In die RA 200, das ist Residenz der alten Liebe. So, jetzt fahren wir, das Haus gehört genau dazu, liegt nur so ein bisschen, vielleicht so 20 Meter weiter zurück, aber auch unverbaut und dann oben das Penthouse, da sind meine Tochter und mein Schwiegersohn immer drin. Die haben gesagt, Mama, fahrt da mal hin, das ist richtig schön. Und das haben wir uns jetzt, weil unsere ist vermietet. Und dann haben wir gesagt, so, nee. Und dann ist das ja so, dass wir morgens nach dem Frühstück gehen wir raus. Wir machen Spaziergänge, so weit wie ich mit meinen Knochen komme. Ja, ne? Aber für Harry ist das ganz wichtig, für seine Luft und so. Bis dahin könnte ich dir ja meinen Rollstuhl dann leihen. Nein, so weit ist es noch nicht. Also ich kann schon noch laufen. Aber halt jetzt nicht Kilometer abreißen, so wie Harry das kann. Ne? Außer am Strand selber ist ein Rollstuhl. Nee, das ist ja kein Strand. In Grimmershörn gibt es keinen Strand. Ja, nee. Gibt es, glaube ich, gar keinen Strand. Ne? Also Herbert und ich, wir haben uns vorgenommen, dass wir zum Sommer hin, wenn die Temperaturen höher sind, dann fahren wir entweder Nordseeküste oder Ostseeküste irgendwie wohin. Und ja gut, bis dahin, ich habe gesagt, mein Traum ist es, am Strand spazieren zu gehen, möglichst sogar noch barfuß. Ja,
Okay. Ja, bis zum Sommer wirst du das vielleicht Ja. hinkriegen. Nein, also wir nach dem Mittagessen, also dann essen wir draußen. Und nach dem Mittagessen sind wir immer so zwei, halb drei, sind wir immer in der Wohnung dann bei so einem Wetter und Winter. Ich habe da alles. Ich habe mein Ja. Video, ich habe mein Netflix, mein Dings. Ich kann Fernsehen gucken, ich kann stricken, ich kann. Harry sitzt dann meistens und guckt Schiffe, ne? Also Ja. ja, das ist. Also mir macht das. Es ist, aber du kommst raus, siehst was anderes und hast irgendwie, weiß ich auch nicht. Jetzt mal, du bist aus der Umgebung raus. Genau. Und Ja. dann fahren wir im Juli. Fahren wir. Dann hat erst mein Sohn im Juni Geburtstag. Im Juli fahren wir dann in Urlaub. Das heißt, wir machen eine Rundreise durch Norddeutschland und werden fahren bis zur Insel Fanö. Auf Fanö werden wir dann 2 Tage bleiben und von dort aus fahren wir dann wieder so mit mehrerer Halt nach Cuxhaven und bleiben noch eine Woche. Guck mal, und wenn ich dann wiederkomme, Mitte Juli, am 18. August heiratet mein Neffe. Ich hab's Haben wir schön, die wie nicht zu erste feiern. Hochzeit. Dann haben wir unser Stricktreff hier am 26. August. Da freue ich mich auch schon drauf. Am 1. September heiratet mein anderer Neffe. Ach so, und unser Baby wird ja noch geboren im Meine Februar Güte, jetzt. da wird ein teures Jahr für Ich habe dich. schon zu Harry gesagt, ich sage, das wird ganz schön So teuer. ist mal sparen. Ich muss sparen. Leute, kauft Wunder, ich brauche Ja, ehrlich, du, meine Güte, das ist wirklich wahr. Das wird echt ein teures Jahr. Und wir sind dieses Jahr, nein, das stimmt nicht. Dieses Jahr ist 40 Jahre, reiht sich unser Unfall. Nächstes Jahr, 84 haben wir geheiratet, genau. 84 sind wir, also nächstes Jahr sind wir 40 Jahre verheiratet im September. Die Zeit vergeht Die schnell, Zeit ne? vergeht. Du weißt überhaupt nicht, dass ich dann immer denke, hä? Zu Ja. meiner Tochter letztens, ich weiß nicht, dann habe ich, guck, sie ist dann innerlich so verinnerlicht, dieses Kind, Das bleibt immer das irgendwie so ein bisschen Kind. Du wirst zwar älter, größer, es ist ne? ja mein Kind, Ja. aber das Kind wird 42 Jahre alt. Ich kann mich noch an meinen 40. Geburtstag erinnern, als wenn es gestern war. Ich habe meine beiden Kinder auch immer, das war die eine, die älteste, war immer die große und die andere war immer die kleine. Und irgendwann hat sich dann die kleinere, die jüngere beschwert, Mama, ich bin doch nicht eine Kleine. Aber das war, ist Ja, irgendwie im Kopf immer die Kleine. bei Eltern ist es immer so. Das sagt ja auch mein Mann oder auch ich. Wir sagen dann auch immer, zum Beispiel, das Kind kommt. Ja. Hast du gehört? Ich glaube oben, das Kind kommt gleich. Ja. Es ist ja kein Kind mehr. Oder mein Sohn, der hat sich da auch schon mal drüber, weil ich immer sage, Kind, du musst doch hier irgendwo. Ich bin doch kein. Nein, das stimmt. Das ist ein Mann. Das ist richtig, aber es ist mein Kind. Ja, gut. Für Normalerweise, mich wenn man über bleibt ein es Kind immer redet, mein erwartet man, dass Kind. dann 5-Jähriger oder ein 10-Jähriger oder Ja, was die das Kind Treppe kommt. hoch. Ja, hörst du es? Wie so ein Ja. kleiner Dabei sind die eigenen Kinder schon groß. Ja, ich Die sag. fangen an, alt zu werden. Oh, es ist also wirklich, ich weiß auch nicht. Da sind wir bei dem Also das Thema alt werden alt wieder. werden wieder. Nee, 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 nee. Also ich fühle mich noch nicht alt. Ach was. Ich fühle mich absolut An nicht manchen alt. Tagen schon. Also Nee. an manchen Tagen könnte ich Ja, wenn du krank bist, die dann Decke über den Kopf ansonsten. ziehen. Also, Nee. und dieses Jahr, also gestern, das fand ich so toll mit der Sonne. Und du hast da Ja. gesessen und konntest so richtig, weiß ich auch nicht. Ich habe es da mal einmal versucht auf der Terrasse und habe ich gedacht, nee, viel zu kalt. Selbst obwohl das da windgeschützt ist, trotzdem, nein, das war viel zu kalt. Das habe ich schon aufgegeben. Ich habe so oft schon in den vergangenen Jahren dann da gesessen und gesagt, Oh, oh, guck mal draußen. ja, Das sieht so nee. toll aus, als wenn man so im Bikini, ne? Ja, Ja, nee, dann gehen wir gehe ich raus. immer raus. Nein, also ich habe das gestern auf der Couch genossen. Und jetzt Ja. heute wieder dieses Jahr. Wenn es mal wenigstens richtig schneien würde und nicht diesen Schneeregen. Ich habe nur vorhin einmal mitgekriegt, wie ich noch zu Hause war. Ich denke, na, regnet das? Da hat es wohl auch geregnet. Aber wie ich los. Ach, hier bei uns ist das doch immer.
wenn ich eine Bekannte frage, die lebt in Bayern, die haben immer, ja okay, nicht mehr, auch nicht mehr so wie früher, aber die haben trotzdem immer noch Winter. Die haben Schnee, die haben, ja okay, dann haben sie mal 14 Tage dazwischen, wo sie dann mal keinen Schnee haben, ja, oder auch mal 3 Wochen. Und dann sind sie ja gleich am Jabbeln, also die Medien sind dann ja gleich am Jabbeln, in Bayern liegt kein Schnee und bababa. Und in Österreich auch nicht. Und nächste Woche drauf schneiden sie dann mit einem Meter ein, weißt du? Und hier war es ja schon immer so. Ich kann mich natürlich an Winter erinnern, die also auch richtig schön als Kind auch, aber normalerweise hier die Ravensberger Mulde, das ist doch normal. Also ich kann mich als Kind gut noch an die Winter erinnern. Ja, du kommst ja auch da hinten aus. Du kommst ja auch südlicher als wir hier. Ja. Bei uns war das hier. Da gab es noch richtige Winter. Mit Schnee, mit Rodelbahn, ja, aber die gab es hier auch. Ne? Also, ja, hier hast du immer mal so alle paar Jahre hast ja, einen alle Winter. Paar, genau, alle paar dann, Jahre. Das ist aber völlig normal. Das war ja schon immer so. Das war immer schon so. Ich weiß nicht. Ich kann mich an einen Winter erinnern, da war ich noch klein. Da hat mein Papa mich nachher noch Huckepack genommen. Da konntest mit keinem Auto fahren. Der Schnee, der lag also irre hoch. Ich weiß nicht, vielleicht war ich 5 oder 6. Und dann mussten die runter zum Einkaufen nach Spenge. Und dann diesen Berg da runter von Lenzinghausen nach Spenge. Und du stapfst, also wirklich mein Vater, der ja nun wirklich sehr groß ist, bis zur Hüfte im Schnee. Also da kann ich mich auch noch dran erinnern. Oder auch an das Jahr 79, 80, glaube ich, war das. Da haben wir dann für die Männer die Straße bei uns geschüppt. Wir Frauen, alle, die ganzen Frauen in der Straße, haben den Mühlenweg freigeschüppt, damit die Männer, wenn sie von der Arbeit kamen, mit den Autos nach Hause kamen. Wir haben alles, ja du, das war echt irre. Also bei uns war und dann so, wieder jahrelang nichts. Bei uns war es so, wie ich also noch ein Kind war, da war die Nachbarstraße, die war immer gesperrt, das war Rodelbahn. Okay. Und wir haben als Kinder dann, na klar, wir haben gerodelt, die war richtig schön steil, die Straße. Mhm. Und die Autos kamen dann im Winter da auch gar nicht mehr hoch, die mussten immer von oben fahren, die Anlieger. Aber ansonsten war die Straße immer gesperrt. Und die wollten einmal da streuen, da haben wir uns alle verbündet und haben dann mit unseren Schlitten haben wir dann gestanden und nein, wir haben nichts nicht gemacht. Ja, ist ja auch, was soll das ich, denn? Mir fällt aber so auch ganz ein, wir hatten den Spaß lassen. Wir hatten mal da eine Baustelle und zwar mitten im Winter. Ich weiß nicht, was da war, auf jeden Fall, ich war noch ein Kind und ich war immer stolz wie Oskar und wir hatten früher mal so, ja, die waren nur so groß, waren die so, so groß, so wie so eine Art Kuhglocke hatten wir. Also die klangen schon richtig laut. Okay. Und dann haben wir mit dem Schlitten immer so Bahnen, einer griff an den Schlitten des anderen, also richtig lange Schlange. Ja, ja. Sind wir oben losgefahren und ich, klein Jutta, saß stolz wie Oskar vorne auf dem ersten Schlitten und hat immer gebimmelt. Ja, und dann war da aber das Problem, dass da eine Baustelle war. Und da bin ich dann drin gelandet. Oh. Ja, war nicht schlimm, die war nicht allzu tief. Ach, ich sag ja, aber das hat das ja, so wir viel sind, Spaß gemacht. Wir haben Eimer geschleppt mit Wasser, um die Bahn auszubessern. Wir waren früher, weißt du, dann bist du auf die Nase gefallen und bist wieder aufgestanden. Hast vielleicht ein bisschen geblärt, aber dann war es das. Heute machen die da einen Affen von, bis zum es geht nicht mehr. Ja, früher sind wir rausgegangen. Aber ja, da gab es keine Handys. Keine Videospiele. Unser Sohn. Da bist du rausgegangen. Pass auf, unser Sohn. Ich werde das nie vergessen. Die beiden Marvin hieß sein Freund, also er wohnt im Nachbarhaus. Und unser Marc. So. Dann sind die beiden losgeschwört. Waren noch klein. Noch, also bestimmt 3 Jahre. Älter waren die nicht. Und wir haben ja in einer Spielstraße gewohnt damals. Und gegenüber war Naturschutzgebiet. Katzenholz. Mhm. Und da lief immer so ein ganz kleiner Bach. Das war ein Rinnsal. Also da konnte nichts mit passieren. Also das war wirklich, wenn du so, wie soll ich das sagen? Also wirklich, du hattest, wenn du da ein Glas Wasser rauskriegtest, dann warst du froh. Also
Das ist wirklich nur so ein kleines Rinnsal gewesen. Aber es waren komischerweise immer Frösche an diesem Rinnsal. Mhm. Was machen die beiden? Ihre beiden Eimerchen vom vom Sandkasten haben die beiden und stiefeln los. Mädchen, wo wollen die denn hin? Boah, sagte meine Bekannte. Wetten, dass die wieder zum Bach, also wir haben da Bach zugesagt. Ja. Aber wenn das ein Bach gewesen wäre, hätten wir sie auch nicht alleine gelassen. Naja, auf jeden Fall, ja. Und dann sind sie weg. Und dann habe ich dann hinterher gedacht, immer länger, es dauert immer länger und immer länger. Ich sage, du, ich gehe jetzt mal gucken, ne? Und dann komme ich und dann musste er, also das ist der Spielplatz gewesen, also wo die auch immer spielen konnten da in diesem Wald. Und dann ging es so ein paar Schritte weiter und dann war dieses kleine Rinnsal. So, und dann denke ich, ja, du siehst die ja gar nicht. Ja, dann musste ich jetzt erstmal abgehen, wer weiß, wo die so abgeblieben sind. Und dann denke ich, und dann gehe ich so diesen Weg da so lang und dann gucke ich so in dieses Bächlein. Und dann denke ich immer, was ist denn das da? Ein Frosch. Ein Frosch mit pinken Punkten? Das ist aber komisch. Dann gehe ich weiter. Der nächste mit gelben Punkten. Haben die angemalt? Dann hatten sie sich ihre, ja, mit Edding, hatten sich bei meiner Bekannten, der Mann, der hatte unten im Keller sein Büro und da hatten die sich hier diese Eddings, die es gibt, die sind ja richtig, frisst ja nicht sofort wieder ab. In Gelb, in Pink, in Schwarz. Die Frösche hatten überall Punkte. Und die beiden, so ein paar Meter weiter, saßen sie dann im Gras und amüsierten sich und malten und diese Frösche, hatten sich die Frösche gefangen und malten diese Frösche dann mit Punkten an. Naja, Frösche beißen zumindest nicht, glaube ich. Ich meine, das hat den Fröschen auch nichts getan. Aber dann habe ich immer gedacht, ja, guck mal. Ja, und dann fing die Zeit an, weißt du, als die älter wurden. So, na, unser Junge war vielleicht 11 oder 12, da kam das auf. Jeder war noch jünger. 9 oder 10. Da kam das auf mit den Gameboys. Ja. Ja. Oh. Und dann kriegte er auch, er wollte unbedingt meine Tochter und ne, dann will der Bruder natürlich auch und Jacqueline ist ja älter als er. Und dann kriegte sie einen Gameboy. Und dann hat er einen Affen gemacht, er wollte auch einen Gameboy. Ja, dann haben wir ihm auch einen Gameboy gekauft. So, und jetzt hatten beide Kinder einen Gameboy und haben dann immer das eingeteilt bekommen. Wann sie damit spielen dürfen und wie lange. Weil ich fand das, ne... Ja, ja. Aber dann ging das halt los, ne? Dann sind sie nicht mehr. Obwohl, ich muss sagen, also unser sind immer, Jacqueline ja sowieso immer mit bei der Pferde, immer. Hm. Die ist immer unterwegs gewesen bei der Pferde. Und unser Junge war immer Bolzplatz, Basketball spielen, das war sein. Ja. Natürlich, und ich meine, das war ja auch eine Kontrolle irgendwo, dass die nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen. Aber wenn du so überlegst, heutzutage sitzen viele zu Hause und wenn sie mal rauskommen, dann haben sie das Handy vor der Nase und müssen aufpassen, dass du nicht darüber fährst. Ja, ja. Du musst mal sagen, man müsste mal sagen, du pass mal auf, was meinst du, was hältst du mal davon, eine Woche keine Social Media, also überhaupt nichts, das Handy an die Seite legen, kein Fernseher, kein Dings, die sind aufgeschmissen. Also genauso wie ich mit meinem Handy. Ja, manchmal ja, du bist ja auch eine Ausnahme, also wirklich. Ja, Entschuldigung. Ah, ja, aber wenn man dir mal eine Nachricht schickt, dann liest du dir auch erst ich weiter. Ich habe es mir schon angewöhnt, wenigstens abends einmal aufs Handy zu gucken, ob Moni mir eine Nachricht gibt. Du kannst dir echt eine Nachricht schicken, eine Woche später, dann liest die das dann mal. Ja, gar nicht übertrieben. Naja, aber 2-3 Tage kann passieren. Ich finde das aber übertrieben, wenn mir einer eine Nachricht schickt und 5 Minuten später anruft. Ja, wieso antwortest du nicht? Naja, das hat sich auch schon mal auch bei dir auch schon mal vorgekommen. Das hab ich, da habe ich keine Zeit für. Manche Leute verstehen nicht, dass man selber entscheidet, wann man ans Handy geht oder nicht. Für mich ist Handy, aber war früher immer, wenn mal was ist, für dafür, Notfall, für die Kinder. Ja, aber dafür bist du häufig am Computer. Mhm. Siehst du, und das, sowas habe ich. Genau. Ich meine, wir haben zwar Computer im Büro unten, aber mich interessiert keinen Computer. Ja. Also man muss sich seine Zeit ja auch einteilen. Ne?
Guck mal, wenn ich jetzt den ganzen Tag am Handy wäre, wann soll ich denn stricken? Wann soll ich denn mein Buch lesen? Ja. Das Buch lesen ist ja schon schwierig, weil ich da Zeit zu stricken verliere. Das ist ja schon immer ganz grenzwertig. Mein gut, am PC ist alles schneller. Deshalb gehe ich lieber schnell zack am PC und fertig ab. Aber Handy ist für mich echt Spielerei. Das habe ich mir angeschafft damals mit den Kindern, damit ich erreichbar bin. Aber ja. Ich weiß noch, das erste Handy. Das war, das da erste, haben wir mal Telefonzellen gesagt. Das waren solche Knochen, waren ja. Meine Güte. Aber es funktionierte. Es funktionierte auch, ja. Da war ich auch immer noch mit großen Handtaschen unterwegs. Obwohl meine ist so klein. Ich werde mir auch mal eine größere wieder zulegen. Ja. Vor allem, wenn ich den Fotoapparat demnächst mitnehmen will. Ja. Dann muss ich eine große Tasche haben. Unbedingt eine schwarze. Meine schwarze ist kaputt. Die ist aber auch schon so alt, über, ja, bestimmt 12, 13 Jahre alt, habe ich die bestimmt schon. Sind die Nähte. Wie, hast du keine Handtaschentick oder so? Du, ich habe immer ein, die ich hier mit zur Arbeit nehme. Hm. Das ist ja immer so eine Umhängetasche. Ja. Und da habe ich meine Hand frei, damit ich das andere alles noch schleppen kann, was ich so mitnehme. Und die habe ich, das ist meine alltägliche Tasche. Mhm. Und dann habe ich Taschen, die ich, wenn ich ausgehe, wenn ich weggehe oder so. Aber am bequemsten, ohne Mist, ne, ist die mit dem, die hier so rüber geht. Man sagt Frauen ja allgemein immer nach, ja, Schuhtick, ja, Handtaschentick, habe ich gar nicht. Ich habe ja damals, das tut mir ja heute noch in der Seele weh. Als wir ins Haus gezogen sind, da lebte meine Schwiegermutter ja noch. Und dann haben wir ihr ja das größere Zimmer gegeben, dass sie da Schlafraum und Wohnzimmer und alles, ne, dass sie sich das schön einrichten konnte. Und dann dafür haben wir dann das Kinderzimmer quasi genommen. Und die Kinder haben dann oben gewohnt, ne. Da hatten wir so einen Schwebetürenschrank und den haben wir, der passte haargenau an diese Wand. Hm. Das Bett dann so davor, alles wunderbar. Nur eins haben wir nicht bedacht, das war eine Außenwand. Und wenn du den so nah daran stellst, dass du keine Luft mehr hast, rechts und links, fängt es an zu schimmeln. Dann fängt das an, ja, aber ne, sag uns dumm, damals waren wir jung und dumm. Ja, okay. So, und irgendwann mal, und ich hatte immer auf der linken Seite zum Fenster hin, hatte ich immer so meine Wintersachen, Winterjacken und auch meine Handtaschen und Schuhe und so, ne? Das war alles links. In der Mitte hatte mein Mann und ganz rechts hatte ich dann meine Klamotten drin. So, und dann habe ich ja, als ich damals in der Lehre war und auch danach, habe ich ja auch hin und wieder mal so rumgemodelt. Ne? Bis zum Unfall. Unfall. Danach wollte mich ja keiner mehr mit den kaputten Narben und das alles. Ne? Naja, auf jeden Fall konnte man da auch immer ordentlich, was man dann getragen hat, auch mit nach Hause nehmen. Mhm. So, und da hatte ich werde nie vergessen, ich habe dieses Teil geliebt. Einen weißen Webpelzmantel in kurz, okay. In A-Form. Und auch mit solchen Ärmeln, weißt du, nicht mit solchen Links, sondern die waren so. Die Leute, das waren dieser Schneeweiß und dann aus Webpelz. Mhm. Und die Leute packten immer an, wenn ich irgendwo lang ging, ob das, ich sag, das ist nicht echt, das ist Kunstpelz. Echten Pelz trage ich nicht, ne? Weil ich Tiere habe. Und ich habe dieses Teil, das war so schön. Und dann hatte ich da drin noch meine Handtaschenkollektion, weil Handtaschen kriegtest du jedes Mal mit. Von Calvin Klein, von Prada, von allen möglichen großen Firmen hatte ich Handtaschen. Aber okay, je, da habe ich nie Wert drauf gelegt. Und pass auf, da einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Gut. So, pass auf. Und dann komme ich eines Tages in mein Schlafzimmer. Ich hatte ein paar Tage vorher schon immer gedacht,
irgendwie stimmt hier was nicht. So, und nach dem dritten, vierten Tag mache ich die Tür auf und denke, das ist ein merkwürdiger Geruch. Und dann wusste ich gleich, ich denke, warte mal, das riecht nach Schimmel. Dann mache ich meine Schranktür auf, alles gut. Harrys Schranktür auf, alles gut. Dann mache ich die hintere Schranktür auf. Da ich dann, oh nein. Ehrlich, Jutta, alles habe ich in mir. Ich habe mir große Müllsäcke geholt und habe alles da reingeschmissen, meinen schönen Webe. Das ging gar nicht. Wie jetzt das reinigen? Das geht nicht. Aber ich habe alles, meine Handtaschen, wie die aussahen. Ich habe noch nicht mal geguckt, ob da noch was drin ist. Ich habe das alles so genommen. Dann hatte ich bei meinem Sohn oben, ich sag, du musst runterkommen, musst Mama helfen. Tragen helfen. Ich sag, und dann wird dieser Schrank. Und dann habe ich alles andere habe ich rausgeräumt und habe das an der anderen Wand gestapelt und auf dem Bett. Und dann hat mein Sohn mit mir zusammen diesen Schrank abgebaut. Wir haben nicht gewartet, bis Harry nach Hause kam. Wir haben diesen Schrank abgebaut und haben den draußen in den Garten gepfeffert. Und dann habe ich das, mein Mann kam und sagt, was ist das denn? Ich sage, ja, das musst du jetzt entsorgen. Ich sage, das war unser Kleiderschrank. Ich sage, du musst mal ins Schlafzimmer und dir mal die Wand angucken. War schlimm, ganz schlimm. Aber ja, und dann mein Papa. Ich habe dann bei meinem Papa angerufen. Ich sage, Papa, wie kann denn sowas passieren? Ja, dann hat er mir das erklärt. Er sagt dann, ja. Mädchen, jetzt mal ganz ernst. Das kannst du doch nicht machen. Ja. Ach, ja. Wenn man jung ist, weiß man das. Nein, später weiß man das. Jetzt wird mir das nie im Traum mehr einfallen. Aber ja, das war, überlege mal, wie lange das jetzt her ist, 35 Jahre. Ja. Da war das Haus auch noch nicht isoliert. So wie heute das Ganze. Also das ist ja. Ich strick für uns beide, ne? Ja, ich weiß. Wenn ich rede, kann ich nicht stricken. Ach! Ich habe mir oder ich vergesse das genommen. Ja, das ist doch auch leicht. Ja, ich könnte ja auch in meinem Poncho, dann sitze ich hier und. Hätte jetzt auch am Kleid weitermachen können, aber da ich an beiden Seiten jetzt Abnahme habe für den Vorausschnitt, habe ich mir gedacht, nee, da tust du dir nicht an. Also, ich bin jetzt beim Inselglücktuch, beim Herzchenmuster wieder angefangen gestern Abend. Dann habe ich den Poncho, da ist ja auch mit Muster. Warte mal, Inselglück. Poncho, nee, und den Pullover, den ich, da bin ich auch schon, bin ich jetzt schon bei Orange. Ach, nee, ehrlich. Ich versuche ja momentan wieder in so einen normalen Schlafrhythmus reinzukommen. Und dann, gestern wollten wir eigentlich in die Stadt fahren. Mhm. Und ich wollte mir mein für das Strickkleid hier Unterkleid holen. Ja. Ich war einfach nur müde. Ich konnte mich nicht aufrappeln. Und Herbert fragte dann hinterher schon, weil ich auch noch aus dem Bastelladen Filz brauchte, für den Minion. Und sagte, kann ich das denn auch alleine holen? Ich sage, klar, hier und die Farben brauche ich. Ich sage, hier, nimm den anderen Minion mit, da kannst du ja die Farben abgucken. Genau. Dann hat er mir den Filz besorgt und ich habe abends ich saß also abends um 18 Uhr schon da und war total müde. Und da sagte Herbert, das war dann 19 Uhr, sagt er, komm, leg dich doch ein Stündchen hin. Ich sage, so mache ich. Ja, und was war? Ich habe mich hingelegt, habe durchgeschlafen bis 2 Uhr nachts. Ja, und das ist natürlich, und dann wirst du wach und dann kannst du nicht mehr schlafen. Ich wollte noch ein Stündchen, aber ich war so weg. Also. Ja, ich bin dann heute Nacht aufgestanden und habe dann jetzt mich nachher zwar noch mal ein bisschen ins Bett gelegt, aber geschlafen habe ich nicht. Aber ich bin auch nicht müde, ich bin ausgeschlafen. Ja, super. Also ich glaube, dass das an diesem Winter irgendwie liegt. Denn ich bin auch müde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin oftmals, dass ich denke, oh, jetzt könntest du liegen bleiben. Oder ab mittags hier, das ist ganz komisch. So, du kannst sagen, so ab 2:30, 3:30, dann überkommt mich das Müdesein hier. Meistens nach dem Essen? Nee, ich esse hier ja nicht viel. Also ich frühstücke zu Hause hier heute Mittag. Harry bringt mir gleich Brot und Aufschnitt und so, was mir noch fehlt. Und dann esse ich hier eine Scheibe Brot heute Abend, irgendwas mache ich, brutzle ich mir da zusammen. Aber viel essen tue ich ja eh nicht. Aber ah, mir fällt gerade was ein. Müde. Guck mal, ich mache ja immer die linken Maschen so. Ja? Wie machst du die linken Maschen? Linke Masche? Linke Masche. Hä? So? Also.
Und pass auf. So? Also du hast den Faden so liegen. Ja. Gehst hier durch. Ja. Ja, und ich nehme. Ach, du hältst das dann da hinten fest, ja. Und dann. Oh Gott. Und dann ziehe ich das durch. Ich habe mal eine gesehen, die macht das dann immer so runter mit dem Finger und dann durch. Ja, du kannst das, das ist auf jeden Fall das, was du machst, dieses hier einfach so durchziehen, das ist falsch. Das ist nicht falsch, das ist anders, aber nicht falsch. Ja. Es gibt sogar Handarbeitslehrer. Wie machst du denn deine rechten Maschen, sag ich mal? Ja, muss ich erst zu Ende stricken. Okay. Denn es gibt kein richtig, kein falsch. Das Einzige, es kommt zum Beispiel darauf an, wenn du, angenommen, du hast irgendwie ein Muster. Eine Anleitung oder ein Muster, dann kommt es ganz darauf an, wie derjenige, der die Anleitung gemacht hat, wie der strickt, welche Art der hat. Ja, ich habe Anleitungen, die passen für mich und andere Anleitungen wieder nicht. Die muss ich dann umändern. Okay. Nee, also gedanklich. Also, nee, das habe ich nicht. Ja, wenn dann hast du nur die Leute, die so stricken, wie du das gewohnt bist. Okay. Keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass ich bei manchen, wenn der Anfängerkurs ist, dass ich manchen sagen muss, das habt ihr jetzt falsch gemacht oder ist falsch verstanden, ich muss euch das nochmal zeigen. Ja. Weil nämlich Folgendes passiert ganz häufig, dass die rechte Masche, dass sie die auch verdrehen. Ja. Und dann hast du nachher, die eine hatte das, die wurde ganz, das kippte alles zur Seite weg. Mhm. Ja, das ist zwar schön, das gibt es auch als Muster. So ein Muster kannst du machen, aber es ist kein normales Stricken. Also im Gestrickten siehst du da keinen Unterschied, ob ich die Masche jetzt so mache oder so mache. Mhm. Ich zeige dir gleich. Ich mache noch ein paar Maschen, dann kann ich dir das zeigen. Ja. Ich darf nicht. Also, ich wollte gerade bei dir gucken, das geht immer, nicht. Nee, du musst immer, die Masche muss immer offen sein. Wenn du sie verschränkst, ist was anderes. Aber normales Stricken, dann sind die Maschen wenn offen. Wenn ich die linken Maschen so stricke, wie ich die stricke, liegt die rechte Masche anders auf der Nadel, als du die hast. Ja. Ja, aber ich stricke die auch anders ab. Ich stricke die auch nur rein, raus, fertig. Das zeige ich dir gleich. Aber jetzt weiß ich schon mal, genau. Obwohl, das wäre mir zu umständlich. Aber jetzt, wenn du hier zum Beispiel ein Ajourmuster strickst und ein Lochmuster, dann musst du die linken Maschen, da kannst du nicht einfach durchziehen, dann werden die Löcher, Muster kommt doch gar nicht. Doch, ich muss beim Muster, wenn er angenommen, du schreibst jetzt eine Anleitung für ein Muster. Ja. So, und ich versuche die mit meiner Art nachzustricken. Mhm. Dann weiß ich das aber. Ich gucke ja auch, wie das so verläuft. Mhm. Ja, wo zum Beispiel die Schrägen hingehen, ob nach rechts oder links. Und da muss ich nur die Mascheninhalt anders umlegen. Das heißt, wenn du zwei Maschen zusammenstrickst. Wenn du jetzt zum Beispiel hier Susannes Buch vor dir hättest, ja? So. Dann müsstest du quasi anders stricken. Es kommt darauf an, was da drin steht. Also ich habe, guck mal, jetzt meine rechten Maschen. Okay. Pass auf. Ja. Ich habe jetzt die rechten Maschen. Ach, ich mache mal kurz, damit mir das nicht wegrutscht. So, ich gehe einfach rein. Ich habe die so liegen. Die sind bei mir offen. Ja. Siehst du das? Das heißt, ich gehe rein, hole den Faden und ziehe ihn raus. Die Masche ist offen. Okay, nach hinten. Du hast die Masche, wenn du die linke Masche strickst, hast du die Masche so. Ja. Das heißt, du gehst von links vorne nach hinten rein und strickst die ab. Ne? Ja, aber hier, guck. So, wenn das du... Ist doch... Pass auf, wenn du zwei Maschen zum Beispiel zusammenstrickst. Ha? So. Ja. Ja, angenommen, ja. So, du willst jetzt zwei Maschen zusammenstricken. Ja, ja. Was machst du dann? Du gehst von links hier rein? Da habe ich zwei Maschen. Ja, du nimmst... Gehst zwei, strickst die einfach so zusammen. Ja, genau. Ja? Ja. So, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Maschen zusammen stricken würde, auf meine Art, dann hast du recht. Dann ist es, ich könnte jetzt hier hingehen und zusammen stricken. Ja. Deshalb ist es wichtig zu wissen, in welche Richtung das läuft. Weil aber meine Art läuft dann andersrum. Aber hinten einstechen, das ist doch... Also für mich wäre dann zum Beispiel,
Das ist mir zu kompliziert. Ja, zwei, das ist einfach, ja, ich bin ja von Kind auf an gewohnt. Ich habe so gelernt. Das ist mir zu kompliziert. Ja, ich habe so gelernt. Also, ja, und ich habe das so gelernt. Ja, ich sage, es gibt kein richtig, kein falsch, aber ja, wenn man einmal weiß, wie man, jetzt habe ich immer schon verdreht, nein, doch nicht, jetzt bin ich wieder richtig. Mama. Weil, also ich weiß nur, dass wenn ich ein Lochmuster mache oder ein Ajourmuster stricke und ich würde nicht solche linken Maschen stricken, wie ich sie jetzt stricke, sondern nur so durchziehen, wie du das machst, dann ist das Muster nicht richtig. Also jedenfalls bei mir nicht. Ich habe es ja mal versucht. Wenn du zum Beispiel zwei Maschen überzogen zusammenstrickst, wäre das für mich, für meine Art, einfach zwei Maschen zusammenstricken. Ja, aber du musst ja... Das Muster gleich stimmt. Wenn das Muster stimmt, also steht ja auch das einmal überzogen zusammenstricken und einmal zwei Maschen zusammenstricken. Das hat ja seine Begründung, warum das da so steht. Und das weiß ich ja. Ach so. Jutta ist ja ein schlaues Mädchen. Ja, aber du strickst dann trotzdem zwei zusammen, oder wie? Nein. Wenn du jetzt zum Beispiel zwei Maschen zusammenstrickst überzogen, würde ich einfach zwei Maschen zusammenstricken. Weil die Maschen bei mir anders liegen. Aber das wäre das gleiche Ergebnis. Okay. Was soll ich dazu sagen? Ja. Jeder so, ne? Sag ich mir. Ich sag mal, es gibt kein richtig, kein falsch. Also es gibt viele, die so stricken wie ich, obwohl ich glaube, die Mehrheit, ich glaube es, ich weiß es nicht, ich glaube, die Mehrheit strickt so wie du. Das glaube ich auch. Ja, das ist schon, wie oft habe ich das schon gesehen, dass einer irgendwie auf YouTube irgendwas gezeigt hat und dann, oh, gucke mal da, die strickt ja so wie ich. Aha. Ach ja. Ja. Also ich werde jetzt wirklich und ungelogen, bei dem Osaka-Schal sind es ja eigentlich 5 Farben, ne? Ich mache das nicht. Da kommt jetzt noch ein Grau dran und dann normal noch ein Lila. Aber ich mache jetzt das Grüne fertig und das Graue noch dran und dann ist Schluss. Guck mal, und wenn ich möchte den ja so tragen, ne? So auch über den Hals. Das reicht brauchst du im dann Grunde genommen auch gar nicht. Du kannst ja sogar als Kapuzenschal das, oder passt dein Kopf doch, dein Kopf so dick ist er nicht. Nee, so dick ist er nicht. Könnte ich auch. Mach sie ruhig bequem. Ich mach's mir bequem. Genau. Zumal so blöd, wenn du so zwei so lange Pinsel da hängen hast. Ich mag lieber die kleineren Tücher. Hier, die Dotti zum Beispiel, die mag ich sehr, sehr gerne. Ja. Ich habe auch, also wie gesagt, hier in dem neuen Buch hier, da sind einige drin, die ich mir noch vornehmen werde. Also diese Cozy and Cool finde ich auch. Ganz am Anfang war ein Tuch drin, das fand ich, ja, das war auch schön, aber am Anfang war das Frühlingstuch. Das erste. Ja, das fand ich auch ganz gut. Das auch. Ja, das war das Gleiche. Okay. Und dann kommt dieses ja, das Cozy and Cool. Das meinte ich. Die ersten beiden waren, glaube ich. Ich habe die anderen Bücher ja noch, da habe ich noch nichts rausgestrickt. Ja, das mache ich ja gerade, Inselglück. Sweet Winter. Nee, da war noch was anderes. Velvet Dreams, das wollte ich auch. Das finde ich auch gut. Ja. So. Dann haben wir, und dieses hier finde ich ja witzig. Ja, aber ist das witzig? Das wäre aber so witzig bin ich aber nicht, dass Nein. ich mit so einer Mütze rausgehen würde. Ich sag ja, das ist mehr was für junge Leute. Aber du, in der Farbe vielleicht nicht, aber in dieser hier finde ich das gut. Ja. Guck hier, wir sprechen gerade hier über, ne? Und Moni deutet mal wieder indirekt an, dass wir keine jungen Leute mehr sind. Ach ja, das brauche ich nicht indirekt andeuten, das sieht man auch. Hallo? Ich fühle mich gar nicht an. Ja. Also manchmal bin ich ja wie 16, ne? Und dann wieder wie 116. Ja. Echt? Oh. Nee. Aber ich fühle mich ganz gut wieder. In meinem Kopf ist soweit alles wieder normal. Das ist wichtig, die ganzen verrückten Ideen sind über alle wieder im Kopf.
Ja, guck mal. Wo ich manchmal selber lachen muss darüber, was mir so im Kopf eingeht. Also. Ach, ja. Heute Nachmittag stricken, ne? Bleibst du gleich hier oder kommst du wieder? Also ich meine, Brötchen habe ich ja. Ich weiß nicht. Ja. Muss ich mir noch überlegen. Wie lange willst du denn hier aufnehmen? Ja, weiß ich nicht. So lange. Ich weiß gar nicht, wie lange da ist es denn schon. Keine Ahnung. Eine Stunde mal gerade, ey. Oder? Weiß ich nicht. Keine Ach, Ahnung. Ja, noch nicht mal eine Stunde, ey. Ich habe meine Kurzsichtbrille auf, damit das kann ich so weit gar nicht gucken. Das kommt dir so lange vor, gar weil nicht. Zwischendurch immer ich Kunden Ich habe noch gar nicht viel gestrickt. Guck mal. Ja. Alles, was über dem Bündchen ist. Ich möchte Kleid fertig kriegen. Ich könnte schon wieder. Und dann ist morgen schon wieder Freitag, ja. Samstag, Wochenende. Dann fängst du wieder Montag an und puff, ist es schon wieder Wochenende. Stell dich nicht so an. Also ich finde, ich krieg gleich übrigens Wolle. Die EPD wollte eigentlich so um zwischen halb zwölf und halb eins wollte die EPD kommen. Aber bei denen ist das ja immer so eine Sache. Habe ich Bock anzuhalten oder auch nee, es regnet. Blaue Wolle sieht geil aus. Ja. Ah. Ah. Weißt du, das ist bei denen ja immer so ein Döppchenspiel. Ja. Ich krieg die Schachenmeier Premium. Ja, wann kriegst du die? Jetzt, ich warte drauf. Die Wolle, die ich auch haben wollte? Ich weiß nicht, ob die dabei ist. Ich lasse mich immer überraschen, was für Farben. Schauen wir mal. Du wolltest doch diese haben da. Diese Babyblau. Hellblau, ne? Ja. Die da. Babyblau wollte ich haben. Ja. Du, es kann möglich sein. Ja, dann sollen wir mal hier vorfahren. Ja, aber ich sag ja, das ist bei denen so ganz merkwürdig. Dann steht, dann kriegst du beim Internet, kriegst du dann Bescheid. Oh, heute kommt ihr Paket. Ja. Ja, und dann? Auf. Nee, nee. Und dann steht da, das Paket wird ausgeliefert 11.23 Uhr bis 12.23 Uhr. Mhm. Dann bist du hier. Der Laden ist ja auf. Und dann heißt das nicht angetroffen. Genau. Ja. Haben sie heute nicht angetroffen. Habe ich auch schon Dann erlebt. Siehst du, wie der hier vorbeifährt und zwar in Richtung Autobahn wieder nach Hause. Ja, ja, ist spät geworden. Ist spät geworden. Das ist, oh, draußen regnet, jetzt habe ich keinen Bock aufzustehen. Oder der hat so ein Chaos im Auto, dass er das übersehen hat. Obwohl, das ist schon ein bisschen unverständlich, ne? Keine Ahnung. Das habe ich so oft, deswegen stelle ich mich mehr gerne. Ich mag nicht mit DPD beliefert werden. Ja. Da habe ich immer so, vor allen Dingen im Winter, weißt du, da kannst du nicht mal gerade sagen, ja, dann stellen sie es mir hinten auf die Terrasse. Nee. Weil es regnet und es ist dann, wenn es danach geht, kommen die dann um 7 Uhr, weißt du? Und dann steht es 4 Stunden draußen rum. Mann, ist aber auch ein Verkehr heute wieder. Ja. Wie, wann war das denn? Gestern, als wir einkaufen gefahren sind. Ich dachte, wo kommen die ganzen Menschen plötzlich her? Müssen die nicht arbeiten? Das ist mir immer, weiß ich auch nicht. Fällt mir gerade so ein. Ich habe gestern, war doch bei XY ungelöst. Da war so, doch hier der Fall, ich das dass da in mehreren Städten im letzten Jahr wurden viele Geldautomaten aufgesprengt. Ja. Da muss ich hier so an den an Wehrmann. An Edeka denken, ja. Ja, ich glaube, in Herford gibt es jetzt schon keinen mehr im Edeka. Und ich glaube auch nicht, dass er den hier wieder aufstellt. Ich habe noch gar nicht geguckt. Der Schaden ist ja viel zu groß. Ja, der ganze Einbahnbereich war kaputt. Du, in Spenge bei meinen Eltern, da hatten sie ja in so einem alten Denkmalgeschütz ein Haus, war so ein Juwelier drin und daneben war so ein kleiner Eingang und da hatten die einen Geldautomat. Ich muss lügen, entweder von der Sparkasse oder von der Volksbank, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall haben solch ein paar Idioten, haben dann dieses Ding gesprengt und der Juwelierladen, den hättest du dir mal angucken müssen. Und das halbe Haus kaputt. Dieses schöne Denkmal. Haben die nicht nur gleich den Juwelierladen in den Spiegel eingesteckt? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die das alles zerdeppert da. Und dann mussten sie dieses schöne Haus abreißen.
Boah. Ja, es ist echt traurig, sowas, ehrlich. Und wann war heute Morgen im Bett, habe ich noch so ein bisschen rumgedöst und habe ich mir so TikTok-Videos angeguckt. Und da war dann auch eins dabei, da hatte einer aus dem Fenster raus, hat einer Leute gefilmt, die gerade so einen Automaten gesprengt hatten. Einer saß im Auto. Knoten! Ja, passiert. Einer saß im Auto und die anderen haben dann alles da rausgeholt und rausgeräumt. Tja, schon schlimm, ey, ehrlich. Ich finde das sowieso, also es verroht immer mehr. Als ich das Video gesehen habe von diesem jungen Mädchen, das zeigten sie ja im Fernsehen. Wenn ich sowas auf Social Media sehe, mache ich sofort weg, weil sowas gucke ich mir nicht an. Was meinst du damit? Dieses Mädchen, was sie gestern in den Nachrichten hatten, sie hat es doch gezeigt, so ein 14-jähriges Mädchen hatten sie doch. Zwei andere Mädchen haben sie doch zusammengeschlagen und auch noch an den Kopf getreten, als sie auf der Erde lag und und. Dann denke ich immer, warum, wo, was ist passiert? Tja. Was ist passiert? Wo leben? Warum? Unsere Kinder wären nie auf diese Idee gekommen. Aber es kann doch nicht nur alleine an der Erziehung der Glaube Eltern ich auch liegen. nicht. Das liegt an dem wahrscheinlich einem schlechten Umgang oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mit den Kindern los ist, wirklich. Unzufrieden, keine Ziele, Ja, aber keine warum denn Ahnung. nicht? Ja, Warum haben die denn keine Ziele? weiß ich nicht. Ja, sollten sich. Ja, jetzt, naja, das will ich lieber nicht sagen. Ja, Auf ein das paar ist Sätzen immer. was lernen, dann hast du auch ein Ziel. Ja. Ja, es ist Wenn du manche wirklich. Jugendlichen hörst, die sagen auch, wofür soll ich denn irgendwas lernen? Die haben keine Zukunftsperspektiven, ne? Was ich zum Beispiel nicht verstehe, wenn ich vernünftig zur Schule gehe und dann und einen Beruf erlerne, und was glaubst du denn, wie viele gesucht werden? Vernünftige Leute gesucht werden. Du guck doch mal, habe ich auch mal so eine Reportage habe ich mir da angeguckt. Da ging es darum, ich glaube, es war ein Bäcker und ein Elektriker, der da gesprochen hat. Die finden keine Lehrlinge, weil die heutzutage sich da nicht mehr mit abgeben wollen mit dem. Ja, dann kriegen sie halt weniger Geld und dieses Verhätscheln. Dieses Verhätscheln, das Ich ist sage mal, auch wenn ich mir so immer. angucke, früher war es so, da ist der Mann arbeiten gegangen und konnte mit seinem Gehalt eine ganze Familie ernähren. Heutzutage geht der Mann arbeiten und braucht noch einen Nebenjob, ja, um einigermaßen auf die Runden zu Also, kommen. mein Sohn geht arbeiten, der braucht keinen Nebenjob. Ja, Und meine Schwiegertochter arbeitet auch kommt nicht. drauf an, wie viel du verdienst. Ne? Also ich habe mal Berichte gesehen, wo dann die Leute noch einen zweiten Job haben, die Frau geht auch noch arbeiten. Also das ist schon ziemlich frustrierend, kann ich mir Ja, vorstellen. das liegt natürlich dann auch, ne? Ja. Ja. Da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Über das, was da schief läuft. Das wissen wir ja. Ja, es ist schon traurig, ne? Also was hier die Anne Will hatte doch den Helmut Schmidt mal gefragt, brauchen wir Fachkräfte? Und daraufhin hatte Helmut Schmidt dann zu ihr gesagt, wenn sie Fachkräfte brauchen, dann sollen sie die Kinder ausbilden. Und Ja, da hat er auch recht, ja, ne? ja. Denn ich weiß noch, bei Harry in der Firma, da war das dann auch irgendwann mal, nö, wir nehmen keine Auszubildenden. Die wollte ich gerade sagen, die Ja, wieso erzählen denn immer, nicht? Was soll denn das? heißt immer, die kriegen alle keine Ausbildung und auf der anderen Seite heißt das immer, Ja, ja, oh nö. Mangel. Ja, also mein Sohn hat ja auch eine Auszubildende und er sagt, das ist alles, hat natürlich auch ein bisschen länger gesucht, ne? Bis er was Vernünftiges gefunden hat. Ach ja, Was was soll's? soll's, ne? Ich sag ja, eigentlich bin ich ganz froh, dass ich jetzt schon in diesem Alter bin. Ja, In da dem kann, Alter, wo wir uns wo drücken wir uns können. drücken Wo wir können, uns ne? Wo wir drücken sagen, wir können. mach man. Ne? Faul auf der Faul Couch. auf der Couch, genau. Ne? Dass die uns seht mal zu, dass ihr fertig werdet. Ach du, so manches Mal, dann habe ich eben schon durch den Kopf. Boah, wenn du jetzt bald wieder laufen kannst, könntest du ja. Ja, Aber, aber also bei mir ist das so, dass ich seit einem Jahr, etwas, ja, ist ja jetzt fast ein Jahr,
unterschwellig immer, ja, ich will jetzt nicht sagen ängstlich, aber doch irgendwo so ein bisschen, was ich früher nicht gehabt habe. Ich habe früher niemals Angst gehabt vor gewissen Leuten. Vor Leuten hast du Angst? Vor Menschen? Ich finde, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne dass das im Video falsch rüberkommt. Also jetzt keine bestimmt, doch. Ah, du meinst, wenn dunkle Typen im Dunkeln die irgendwo entgegenkommen? Nein, davor habe ich keine Angst. Das ist, nein, überhaupt nicht. Nee, ich kenne so viele Lieben, nein. Also überhaupt nicht, nein. Das ist anders, das ist die oberste Etage. Sagen wir mal so, die oberste Etage, die wir im Moment haben, ja, vor dieser einen oberen Etage, weißt du, ich habe ja so eine Grünsperre, ne? Weißt du? Das ist ja jetzt auch wieder so eine Ausnahme, okay, dass ich das jetzt in Grün stricke. Also ich habe so eine furchtbare Grünsperre. Okay. Und das ist was, wo ich richtig Angst vor habe. Gefährlich. Also, Psychologen würden sagen, im Alter tauchen vermehrt Ängste auf. Ja, aber das sind so Sachen, ja, wo ich früher Vertrauen hatte, also wirklich Vertrauen. Und heute richtig, vielleicht würden wirklich viele Menschen darüber lachen. Nein, ich doch nicht. Nein, aber ich finde, das tut mir nicht gut. Dann lass es. Naja, ich kann es ja nicht ändern. Aber mit der Grünsperre kenne ich. Das kennst du, ne? Ja, ich bin letztens einkaufen gewesen, habe mir ausnahmsweise mal so ein Hemd geholt. Da sagte meine Tochter, das ist Petrol oder so ähnlich. Ach so, ja. Aber kein billiges Grün. Nein, also Petrol geht ja auch. Ja, ja. Ne? Aber da war keine grünen Sachen. Nee. Doch, ich habe mir ja das Schäfchentuch in Grün machen lassen. Okay, du hast dich getraut? Ich habe, ja. Grün. Also die Farbe Grün. Naja. Ne? Also Angst habe ich doch, eigentlich. Doch, also das ist so undefiniert, weiß ich nicht. Also Angst kannst du sonst so ängstlich. Ja, undefinierte Ängste, die kommen im Alter hoch. Die kommen so hoch, so dieses, ne, verkehrt, das ist verkehrt. Dass du innerlich weißt. Und deswegen gucke ich ja auch keine Nachrichten mehr. Okay. Und ich habe Twitter von meinen Dings gelöscht. Ehrlich? Ja, weil ich kann es nicht mehr ertragen. Weil ich gucke ganz selten rein. Also ich brauche kein Twitter zu gucken. Ich kann es nicht ertragen. Na. Also ich bin dann... Angst habe ich da nicht. Ich habe auch nicht Angst vor der Zukunft. Nö. Ich bin eher neugierig und erwartungsvoll, abwarten zum Teil. Ja, aber wenn du dann so manche Dinge... Ich bin optimistisch. Hörst, ja, das bin ich ja auch immer noch, weil man sich das nicht vorstellen kann. Aber... Egal. Wir stricken uns unser Leben schön. Ne? Und ich denke mal jetzt vom Fernseher, vom Handy und Fernseher oder was. Die Zuschauer denken alle, was labern die zwei da? Ja, ich habe auch ein bisschen gebraucht. Ja. Oh Gott, ne? Guck mal, habe ich nicht schönes Bambusgarn? Super. Ja. Wo ist denn das? Das da. Ach da? Oh. Ja. Und grün dabei. Grün dabei, jawohl. Ich glaube, grün muss ich hier aus meinem Laden entfernen. Nein, jetzt treib's mal nicht zu weit. Ich treib's nicht zu weit. Also, ein paar grüne Socken ist ja auch was Gutes. Ja, du hast ja die Wahl, Socke, ne? Ja, so eine grüne Socke ist du was Gutes. Du kannst ja wählen. Ja. Ja. Ich könnte ja auch Petrol nehmen. Ja. Ja, aber kein Blau. Oder Blau, doch. Nein, Blau ist besser als also, Grün. Ja, du sagst gerade so, weißt du, Blau geht immer. Ja. Du weißt ja, jeder, der so ein bisschen Figur hat, der mag auch Schwarz. Du, ich habe so viel Figur, ne?
Ja, schwarz. Also nee, ich habe jahrelang schwarz getragen, auch wie ich im Hotel gearbeitet habe, im Nebenjob. Immer ganz nur schwarz-weiß, schwarz-weiß. Ganz schlimm, ganz schlimmes Braun. Also Braun, ich hab, sollte ich jetzt noch lecker Socken für meinen Papa. Ach, mach doch mal welche in Braun. Oh, ist ja noch schlimmer. Die siehst du so abends nicht, ne? Du musst bei Tageslicht stricken. Bei Tageslicht. Bei Tageslicht hast du kein, oder nicht das Riesenproblem. Ja, damit. Ja. Also ich finde dieses Hellblau. Also gut, dann und was mir überhaupt nicht zusagt, ist Gelb. Nee, ja, das kommt drauf an. Was für eine Farbe. Nee, aber als Pullover also würde ich auch nicht so. Nee, ne, das macht so blass und so eitrig im Gesicht. Eitrig? Moni? Ja. Gelb ist. Ich stelle mir, also wenn da heute Nachmittag jemand mit einem gelben Pullover kommt, dann werde ich ihm sagen, du, siehst aber heute richtig hast du schon mal jemanden gesehen mit dem. Ich hatte ein gelbes T-Shirt, da habe ich aber vor kurzem in den Müll getan, weil da mehr Löcher als Stoff waren. Also ich habe schon gesagt, heute Morgen habe ich, guck mal, wie sitze ich denn hier, wie so eine Matrone hier. Ich habe abgenommen, ich bin dünn. Ich habe immer, mein Knopf so geht, oder mein Dings geht hier immer so ein bisschen aus. Aber hast du schon gesehen, also mein Bioxin hier, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss mir eine Perücke kaufen. Wieso? Bitte? Ja, du ich habe Haare. Ja, Perücke ist aber, nicht so gesund für aber Haare. Ich habe gedacht, bis das dann alles so nachgewachsen ist, nehme ich eine Perücke. Du grinst, du meinst das jetzt nicht im Ernst, ne? Doch sicher, ich habe das schon mal ausprobiert. Warte mal gerade. Was? Ja, pass mal auf, ich hatte dann doch diese Schaufensterpuppe, ne? Oh! Ja. Moni, ich bitte dich. Wieso? Also ich habe, wie du sagtest, von wegen, du nimmst jetzt ein anderes Shampoo. Da habe ich gedacht, naja, weil du sagtest, halt wird ein bisschen struppig so, ne? Nein. Also ich kenne das von. Moment, ich kenne das von, wie ich mein Shampoo gewechselt habe. Ich habe dann auf Veleda bin ich umgestiegen. Da waren Haare auch, boah, ich denke, was sind die so stroh, so stumpf. Das ist jetzt. Das ist aber deshalb, weil ich Shampoo ohne Silikon hatte. Und wenn das Silikon alles rausgewaschen ist, dann sind im Anfang die Haare ja, so ein bisschen, ne? Aber das sind ja, das ist ja so ein Mittel aus der Apotheke. Ja, trotzdem, da sind auch irgendwelche habe, Stoffe ne? drin. Guck mal hier. Ja, setz mal auf. Weggucken. Nix da, nicht wir lachen. Lachen. Kann ich? Boah, da wirst du aber blass. Weißt du was? Was ist das hier? Wie sieht denn aus? Das also aus? Also irgendwie, wenn du so guckst, ja. Wie schrecklich. Guck mich mal an. Ja? Du hast auf einmal Ähnlichkeit mit Brigitte. Aber das ist meine Naturfarbe. Ja, ich war auch mal ganz dunkel. Ich war, oh, guck mal, was das schneit. Ich war mal, Schnapp, das ist ja nur eine Perücke von einer Schaufensterpuppe. Gib mir mal die blonde, ach nee, du kannst ja nicht aufstehen. Ich kann. Nein. Sag mir nicht, was ich kann und was ich nicht kann. Ja, aber ich habe gedacht so, aber guck mal, das ist doch, nein, da sehe ich alt mit aus, oder? Wenn ich jetzt wieder dunkel würde. Du, das ist eine Gewohnheitssache. Nein. Also, wenn dann würde ich mir ja auch eine in Grau kaufen. Komm, Bibi, ne? Rück raus deine Haare. Kannst du einfach nur absetzen. Und sowas könnte ich ja. Das ist ja nun so eine Schaufensterding. Ich habe mal eine Perücke gehabt. Was ist das? Das war, ach Gottchen, das war so eine Karnevalsperücke. Und da bin ich dann nach Hause gekommen und meine Mutter wollte mich nicht ins Haus lassen. Die hat mich nicht erkannt. Oh, meine Tochter. 15 Gib mir mal die schwarze Perücke. 15 Jahre alt. Ich gehe aus meiner Wohnzimmertür raus ins Treppenhaus. Da kommt mir eine junge Frau entgegen im Treppenhaus. Und ich bin da schon halb dran vorbei. Da sagt es zu mir, hallo Mama. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Ha! Da hatte die. Wie kommt denn das hier? Ich sehe nichts. Irgendwie? So, mit Pony ist das. Wir gucken noch deine Boah. Socken raus. Mach Guck mich mal an. Nein. Ich, nein, weißt du was? Wenn nein, ich jetzt nein, so nein, gucke, nein, sehe nein, ich nein. aus wie ein Kerl mit Perücke. Was ist das denn hier? Wo ist denn hier der Anfang und das Ende? Gottchen. Oh. Boah, das würde mich irre machen. Ich würde nur noch kratzen. Na, wenn, dann würde ich mir ja nach Wittkötter gehen und mir eine vernünftige Perücke kaufen. Nicht sowas hier. Das ist doch... Wo bin ich? Wo ist das? Komm her.
ist der Pony. Du musst die Haare so rüber. Ja, so. Aber ich sehe doch nichts mehr. Ja, Moment, du musst doch nicht wuscheln. Pfoten weg. So, in die Richtung. Ja, das ist eine Billigperücke. Das ja, sicher, das ist doch auch nur für die Puppen. So rüber muss es sein. Oh nein. Also blond hat mir noch nie gestanden. Oh, Moni. Was denn? Jetzt sehe ich grausam aus, ne? Ich habe mal... Oh nein. Das war hochmodern. Weg. Da hatte ich einen blonden Pony. Meine normale Naturfarbe, aber nur der Pony, der war auch ein bisschen länger, schön in blond. Ja, und dann war ich in der Diskothek und wollte mir eine anstecken. Und neben mir war ein Typ, der war natürlich richtig schnell. Bitteschön. Mhm. Und ich machte zwar noch so, aber mein Pony war weg. Mein Pony war weg. Am nächsten Morgen bin ich dann, ich habe natürlich versucht, alles irgendwie, also ging aber nicht, wenn da vorne keine Haare mehr hast, hast du nichts mehr. Nee. Da bin ich dann am nächsten Tag zur Arbeit gegangen. Ich habe ja beim Friseur gearbeitet, damals. Und ich bin dann so, guten Morgen, ich gucke nach unten, ich habe mich geschämt. Läuft und das noch? Hat er aber hinterher gesehen, da sagt er, was ist denn mit dir passiert? Und da habe ich ihm dann erzählt, ja, sagt er, so kannst du nicht rumlaufen. Sagt er, setz dich mal dahin. Und dann hat er mir einen Kurzhaarschnitt verpasst, ne? Oh, ehrlich. Es sagt. Ja, ich muss ja meine Haare auch wieder ein bisschen wachsen lassen. Also bis ich wieder einigermaßen einen vernünftigen Zopf reinmachen kann. Ja. Also manchmal, wenn ich mir angucke, also auf den Videos hinten meine Haare, ne? Ich bilde mir ja ein, dass das was bringt, ne? Also ich mache das ja jetzt schon seit 2 Monaten, 8 Wochen. Oder sind schon 10 Wochen. Also, ich habe so das Gefühl, aber die hatten mir ja gesagt, ein halbes Jahr dauert das, bis man die ersten Ergebnisse sieht. Ja. Ist das jetzt der DPD-Fahrer? Weiß ich nicht. Ich glaube. Also ich sage mal, ich bin umgestiegen, ich hatte auch genug, ich habe, das scheint ja zu sein. Ja, es gibt die Wolle. Ich nehme nur noch Veleda. Ja, ich also nur noch das Veleda. Heißt Biox. Also ich schreibe es aber nochmal für die, ich habe den Kommentar schon gelesen, ich muss mich unbedingt dran setzen und alles beantworten, damit ich, ne? Ich habe von dieser Woche auch noch nichts beantwortet. Ich habe aber schon von, hallo, Dankeschön, danke, tschüss. Wolle. Ich gucke mal, ob es damit drin ist, oh, das ist aber wenig. Wenig? Ja. Das ist ja ganz leicht. Da brauchen nur diese Knolls von mir drin sein. Das ist doch, ist das denn wirklich, oder hatten sie wieder nur die Hälfte, weißt du? Ich krieg die Krise. Na, das kennen wir ja. Man hört, Wolle ist da, Wolle kommt, alles ist da. Und was ist das Ende vom Lied hier? Was hab ich? Guck nach den Farben. Ja. Rosa. Petrol. Grau. Rosa. Nee. Apfel. Kein Blau. Nein, meine Wolle ist nicht mit dabei. Super. Rotgrün. Und Flieder. Oh, sorry. Ja. Steht da nichts drauf? Moment. Das sind doch, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe die Brücke aufgehabt, fühlen sich meine Haare ganz komisch an. Bin ich struppig? Es steht jetzt hier. Nö, ich bin immer struppig. Bin ich struppig? Nein. Jetzt nach dem Nein. Nö. Ja, nö. Ist nicht dabei, sorry. Steht da nicht irgendwo was bei von Paket kommt noch oder zweites Paket? Nee. Haben Sie was unterschlagen? Aufgrund der aktuellen Situation, Kapazitätsproblem, haben wir längere durchlaufende Lieferzeiten Ihrer Aufträge. Bitte entschuldigen Sie diesen Umstand. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Situation zu verbessern.
Dann schreibt ihm demnächst mal bitte zurück. Nein, ich entschuldige gar nichts mehr. Oh. Ja, nun, du wirst deine Wolle schon kriegen. Ja, ich habe ja noch was. Du wolltest ja nicht Pullover davon machen. Ja, das eine, die ich dir gezeigt habe. Wie viel brauchst du? 4 Stück? Was hatten wir gesagt? 4? Ja, mehr brauchst du nicht. 4 oder 5, ich weiß es nicht mehr. 5 brauchst du nicht. Ja, 4. Das heißt doch, da ist, sind Zöpfe drin, ne? Ja. Ja. Das ist immer, ich glaube, das waren 4 rechts, 4 links, 4 ja, rechts, 4 links. Da waren die Zöpfe auf den Dings dabei. Dienstag. Und oben ist dann dieses Ajourmuster. Am Dienstag kommen die Vertreter. Oh. Ey, jetzt und juckt mir wirklich so stellenweise der Kopf mit dem Ding. Oh. Und sowas willst du den ganzen Tag aufhaben? Hä? Ich würde bekloppt werden. Oh. Ja, 2 Stück hätte ich noch. Aber 2 nutzen wir nicht. Du, nee, das können wir aber, ich nehme mal eins und lasse das hier auf dem Tisch liegen, damit, dann bestelle ich das am Dienstag gleich wieder mit. Ja. Ne? Ja, welches war das? Kaschmir. Kaschmir war das, genau. Warte mal, das ist die 52 von Kaschmir. Die lasse ich hier liegen. Und dann vergesse ich das nicht. Eine schöne Farbe. Ja. Spricht mich an. Ich habe ich echt das Bedürfnis, hier überall zu jucken, ey. Nur von dem Teil da. Echt? Ja. Oh. Ja, das ist ja Plastik, das ist Kunststoff. Das kriegt die Puppi gleich wieder auf. Und dann. Da sitzt du dann auch besser als bei uns. Ja, das ist. Ja, glaubst du, die kaufst du für so eine Schaufensterpuppe keine vernünftige Perücke? Also, wenn ich eine Perücke jetzt bräuchte. Ja, wenn ich angenommen, mir würden jetzt sämtliche Haare durch irgendeinen Umstand abhanden kommen, dann würde ich mir wahrscheinlich so eine Perücke mit Rastertlöckchen oder so holen. Nein. Irgendwas Irres. Nein. Mm-mm. Aber nicht sowas. Ja. Nein, aber Rasterlöckchen. Ja, irgendwas. Aber nicht über sowas. 60 Rasterlöckchen. Ja, und? Nee. Also. Also wenn ich jetzt wirklich dann nach Wittkötter, die stellen die ja her, also die machen ja sogar Perücken mit einer kompletten Frisur, wie du immer aussiehst. Ja. Also ich würde mir dann eine schöne grauhaarige, ich würde auch keine schwarze mehr nehmen. Ich daran denke, guck mal, wenn ich Bilder begucke. Früher wurden die Perücken ja noch zum Friseur gebracht und dann durfte ich erstmal. Nein, also wenn ich an früher, also wenn ich so Bilder begucke, wie mich mit diesen langen, dunklen Haaren. Also ich hatte immer langes Haar und immer dunkel und dann diese knallblauen Augen. Selbst die Augen werden ja im Alter ein bisschen, das ist ja alles ein bisschen verblasst. Die sonst der Stahlblau. Meine Augen verändern sich. Ja. Die Augenfarbe verändert sich. Ich habe immer richtig dunkelbraune Augen gehabt, alles komplett. Ja. Und jetzt habe ich da irgendwie noch Grau mit drin und dann habe ich nur Grün. Keine Ahnung. Warum das so ist, das weiß ich nicht. Ich habe mich noch nicht mit beschäftigt. Ich habe das mal gefragt, der sagte, das ist im Alter so. Ja, die dass werden die Augenfarbe sich ändern können. Ich hatte richtig, ich habe ein Bild, wo man das sieht, ich habe wirklich diese schwarzen Haare und diese knallblauen Augen. Da haben mich ja immer viele Leute drauf angesprochen. Immer gesagt, diese dunklen Haare und dann die blauen Augen. Ich sage, ja. Und heute siehst du von diesen knallblauen Augen nichts mehr. Die sind alle, sind auch schon. Sei froh. Ja. Stell dir mal vor, in unserem Alter würden uns noch die Männer hinterher rennen. Ach nee. Oh, das wäre ja Stress pur. Das ist ja, nö. Und alles nur wegen blauer Augen. Ja, nö. Oh, nee. Oder schwarzen Haaren, nö. Ja, ja, warum? Also ich war im Grunde genommen bei uns die Einzige, die Haare von meiner Mutter gekriegt hat, sozusagen. Ne? Also Naturlocken und dunkle Haare. Und Augen von meinem Vater. Jetzt kriegen wir Besuch. Braune Augen war ich auch die Einzige. Ja. Und ich hatte am gleichen Tag wie mein Vater Geburtstag. Am 29. April. Beide Stiere, beide auf dem gleichen Tag. Und der Tag fing immer gleich an. Da hat mein Vater immer gefragt, wo ist denn mein Geschenk? Und da habe ich dann so als Dötzgen immer gesagt, wie, wo ist denn mein Geschenk? Das war immer lustig. Ja. Hallo, guten Tag. Hallo. So, das war wieder mal eine längere Pause, ne? Mein Pullover wächst und wächst. Und bei mir? Ja.
Faul auf der Couch. Faul auf der Couch? Ich habe gerade hier die ganzen Kunden bedient. Du sitzt faul auf der Couch. Nein, ich bin ganz fleißig. Ja. Mann. So, jetzt ist ich aber... Ich könnte ja deine Kunden auch bedienen, aber dann? Was dann? Wolltest du dann faul auf der Couch sitzen? Ja, klar. Ach ja. Lieber ich. Ja, ich humpel. Ich lass dich hier durch die Gegend humpeln. Ja, das wisst ihr. Ja, so ganz graziös finde ich auch nicht. Aber ich komme immer vor, vor allem mit diesen komischen Schuhen. Ich komme mir vor wie so eine Lidl-Maus. Du, das klappt aber schon gut. Ja, ich habe das gemerkt vorhin. Ja. Hurtig, hurtig. Hey, ich lasse den Rollstuhl immer stehen, mitten im Wohnzimmer und dann hinher, hinher. Ja. Bis ich dann irgendwann merke, oh, meine Beine flattern. Egal. Ja, heute Nachmittag, so wenn ich gleich um 1 Uhr hier, ich denke mal so bis eine halbe Stündchen noch und dann machen wir einen Cut. Und dann werde ich Mittag essen. Seid ihr gegönnt? Und dann werde ich ein bisschen aufräumen noch. Und dann kommen die Frauen schon, 2:30. Ja, ich überlege, ob ich dann auch kommen soll oder je nachdem, wie meine Verfassung ist. Ja, du kannst. Ich kämpfe immer noch mit meinem Schlafrhythmus, du Mann. Heute ist auch nichts, kein Geburtstag, kein Jubiläum, kein gar nichts. Ja, hat ja nichts damit zu tun. Ja, ja, aber ich meine, jetzt, du würdest jetzt auch nichts verpassen, wenn du dich dazu entschließt. Doch, ich verpasse all die anderen. Ja, das ist richtig. Aber wenn du dich entschließt zu schlafen, lieber... Die neuesten Neuigkeiten. Ja. Verpass alles. Ja, dann musst du dich nachher wieder auf den Weg machen. Wenn ich dann wach bin. Obwohl, wenn du dann raus... Oder du bleibst gleich hier. Nee. Na, ich will ja noch das Kleid weitermachen. Ich will ja, wo ich den V-Ausschnitt bis zum V-Ausschnitt oder ange... Ja. So ist das, ne? Ja. So und nicht anders. Juhu. Ja, so. Und dann denke ich immer, ne? Oh, diesen, ist ja nur so ein kleiner Knüttel, ne? Nur 25 Gramm. Ja. Ja. Ihr wohin schmeißt nicht lieber. Wieso wirst du nicht weniger? Stell dich nicht so an, wird doch weniger. Nicht. Warum wirst du noch, nimmst du hast deine 20 Reihen heute noch nicht gestrickt. Oh, bitte. Ich werde das hier, wenn die Frauen nachher da sind, werde ich auch das hier stricken, weil dann kann man sich besser unterhalten. Ja, 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 ja. So, und dann muss ich ja noch Wolle einräumen auch noch. Also, Mittagessen, diese ganzen Kluten da wegfegen. Wolle einräumen und dann bin ich schon wieder abgehetzt. Tja. 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 Und ich werde nach Hause fahren, werde mein Brötchen, weil ich eine Tasche heute Morgen geholt habe, werde ich futtern. Dann noch ein Käffchen dabei. Die ganze Zeit in der Tasche, ich hätte ja einen Kühlschrank packen können. Nö. Nee, wird das nicht wellig? Nein. Ich finde sowieso, ich finde, also hier der Bäcker hat nachgelassen. Ja. Ah, ich habe, warte mal, wann war das denn? Letzte Woche oder vor die Woche? Hatte ich zu Harry gesagt, die ist ja durch, ich habe kein Brot mehr hier. Ich sage, bring mir doch mal ein Brötchen mit, ne, vom Bäcker. Ja, welches möchtest du denn? Ich sage, ja, ich sage, bring mir mal mit Hähnchen. Mhm, gut. Da kommt er, bringt mir das und er hat es dann ja immer eilig, weil er dann zur Arbeit muss und so und dann bringt er mir das Brötchen und ich mache das auf, ich gucke, ich denke, was ist das? Das kannst du doch nicht essen. Also von dem verwelkten Salat will ich gar nichts erzählen, aber als ich dann die Wurst gesehen habe, die schon an den Rändern so ein Stück nach oben kam und ich habe das Brötchen so zusammengeklappt und habe es im Müll geschmissen. Und dann sagt er, nächsten Tag, wo soll ich dir wieder ein Brötchen holen? Ich sage, untersteh dich. Man kann sich dann auch frisch machen lassen. Und dann sage ich, ach, weißt du was, ich sage, war vielleicht irgendwo, ich sage, geh hin, hol mir mal noch eins. Ich sage, war vielleicht einfach nur
Ne, kann ja mal passieren. Ja, aber die werden morgens gemacht und dann liegen du, die ganze ja, Zeit. Aber was? Morgens gemacht und Harry fährt um 10:30 hin und holt mir ein Brötchen und das keine sieht Ahnung. Schon so aus. Wenn du Kochschinken naja. Hast, ist er rucki zugetroffen. Nee, das war jetzt kein Kochschinken, das war diese Geflügel. Wo ist okay. Dir, was ist das denn? Kassler? Nee. Aber weißt du was? Brauchst du doch einfach nur so eine Packung Geflügelaufschnitt holen? Hab ich doch. Also ich habe doch den ganzen Kühlschrank voll. Ja. Aber ich wollte jetzt so. Und dann sage ich, ist er dann, hol mir mal. Mhm. Er kommt wieder. Wir packen das aus. Da sage ich so. Ich sage, und jetzt schmeiße ich das nicht weg. Ich sage, die sind erstmal unverschämt mit ihren Preisen. Die kosten ja mittlerweile 3,80 Euro. Mhm. Teilweise 4,10 Euro. Mhm. Ich sage so. Ich sage, da gehst du jetzt. Ja, sagt er, her damit, da gehe ich sofort hin. Ja, dann wollten sie, ja, ne, und so hatten sie zu ihm gesagt, will nicht. Nee, meine Frau ist bedient. Sie, gestern und heute, sie brauchen mir auch nicht ein neues anbieten, hat er gesagt. Ich wollte ihm nur mal sagen, dass das nicht geht. Also, dass das schon, ne? Weiß auch nicht. Also, dabei war das immer so lecker da. Ja. Wirklich. Also, ich bin auch mal da unten. Du weißt nicht, ich meine. Ja, ne? Am liebsten dahin gegangen. Und, ja. Also hier an der Kreuzung. Mhm. Weil ich esse nicht so gerne, also ich mag zum Beispiel nicht alles mit Remoulade. Nee, und also, die nehmen auch Butter. Genau. Mhm. Hier an der Ecke, ja. Die nehmen auch Butter. Ja. Das heißt, wenn ich ein Käsebrötchen habe mit Butter, ist das super. Käse mit Remoulade nicht wirklich. Nee. Ich muss auch keine Salami mit Remoulade haben, nee. Nur weil es einfacher zu schmieren ist. Mhm. Nein, also es ist, wie gesagt, ich bin da gerne immer gewesen. Es war immer lecker. Du konntest da immer so zwischendurch mal was richtig. Nee. Haben sie vergessen. Weiß ich auch nicht. Irgendwann. Also wenn ich nachmittags irgendwo ein Brötchen haben will, wenn ich irgendwo hinkomme und ein Brötchen haben will, dann bitte ich die immer, mir ein frisches zu schmieren. Also da habe ich bisher noch nie Probleme gehabt. Ich habe ja. Noch nie. Ich meine, die sehen doch selber, wie zum Beispiel Käse, wenn der die schon trocken ist und die Ecken hochgehen, weil will ich sollte mit so einem Käse und dann. Ja, aber dann, das ist ja, der dahinter steht, derjenige oder diejenige, der ist das doch egal. Die geben das raus und fertig. Ja, aber wenn man sagt, man möchte gerne ein frisches, das kriegt man das auch. Kann man das auch, ja. Nein, normalerweise habe ich ja alles im Kühlschrank. Ich habe ja jetzt auch zu ihm gesagt, ich habe kein Wasser mehr, ich brauche unbedingt Wasser und Brot hatte ich heute Morgen zu Hause vergessen. Ich habe noch Sportsalami, ich habe noch Käse, ich habe noch, ich glaube, ich habe sogar noch Fleischwurst, aber ich glaube, die kann ich wegtun. Und so ein bisschen Teewurst habe ich, glaube ich, auch noch im. Nee, das kaufe ich mir immer. Der Kühlschrank ist immer, damit ich hier was zu essen habe, wenn mich der Hunger überkommt. Das geht ja nicht. Wir haben gesagt, ich habe gestern mit Herbert drüber gesprochen, ich werde demnächst ein Brötchen wieder selber backen, Brot selber backen. Ja, du bist aber auch zu Hause. Wenn ich 8 Stunden hier bin, habe ich abends keinen Bock mehr. Ich werde kein Brot mehr kaufen, es sei denn, die Zutatenliste mal genau in Erfahrung bringen. Ja, denn das ist nämlich... Nachdem wir die in der EU schon wieder für Verordnungen da rauslassen, boah, nee. Und natürlich macht man gerne selber, ne? Aber wenn ich 8 Stunden hier rumsitze und im Laden bin, dann kann ich nicht abends noch mich hinstellen und Brot backen und so. Da habe ich da keinen Bock drauf. Das bin ich ja immer froh, wenn es mit dem Kochen, also Rezepte, Mahlzeiten, die nicht länger als eine halbe Stunde dauern. Mhm. Weil dann hast du keinen Bock. Ja, gut. Im Sommer ist das irgendwie anders, weiß ich auch nicht. Wenn ich dann wiederkomme und dann ist ja meistens so, ach komm, lass uns mal grillen und so, ne? Weil die Kinder grillen ja auch gerne. So, dann macht mir das gar nichts. Wenn ich um 6 von der Arbeit komme, dann kann ich auch noch bis 7 Uhr Salate schnippeln und noch Brötchen aufbacken und Kartoffeln kochen für kleine Kartoffelchen mit Dip und so. Meistens so Kräuterquark oder das alles. Kein Thema. Aber im Winter, ja, da musst du halt im Winter grillen. Habe ich auch schon gemacht. Ja. Nein. Naja. Ich bin ja auch, das ist bei mir ja auch echt schwierig. Also die Kinder und Harry, die grillen gerne. Bei mir ist das schwierig mit dem Essen.
dann grillt er mir mal ein bisschen Geflügel, aber das schmeckt mir aber vom Grill nicht. Ja, dann ist es meistens so, das Einzige, was ich dann esse, ist eine Bratwurst, obwohl es Schweinefleisch ist. Ja, also ich bin auch nicht so für Grillen, weil ich kaum Fleisch esse. Und ich esse dann, ich mache solche Schüsseln Kartoffelsalat, da ich brauche, oder. Ich esse auch lieber beim Grillen, wenn der Salat ist, stürze mich über die Salate. Wenn du einen schönen bunten Salat machst mit richtig schönen Feta-Käse und so, das ist für mich eine Mahlzeit. Oder gefüllte Champignons. Oh. Schöne gefüllte Champignons, Frischkäse, die Salzfedern weil die nicht so last sind. Also da kommt da Frischkäse rein, auch mit Gewürze und Kräuter und oben drüber dann noch Paprika und dann noch Käse oben drüber. Lecker. Ja, das ist lecker. Du kannst auch eine Banane grillen. Ja, nee, das muss ich überhaupt nicht. Heiße Banane ist lecker. Ich mag auch keine, hier beim Chinesen gab es das dann ja immer, diese gebackene Banane mit Honig. Oh, nee. Oder einfach auf dem Grill dann so, stellst eine Pfanne drauf und dann Champignons. Und die würze ich dann immer so mit Sojasauce und sowas, aber verschiedene, ne? Lecker. Aber meine Tochter, die macht ja immer diese Nachtisch hier, diesen Mascarpone. Nachtisch mit Weintrauben und im Sommer mit Erdbeeren oder mit Himbeeren. Oh, da kann ich mich auch reinlegen, ehrlich. Ach, du hast noch meine Förmchen, fällt mir ja, da rein. Ja, stimmt. Hätte ich auch mitbringen können. Wo wir jetzt über Nachtisch reden. Ja, genau. Die habe ich noch. Die sind fertig. Ja, die sind schon... Du fielst mir gerade zufällig ein, von Nachspeisen. Stimmt, hätte ich mitbringen können. Habe ich wieder vergessen. Bringst du nächstes Mal mit. Ja. Ist ja nicht so, als wenn man sich nicht sieht. Eben. Stellst du sie hinten hin. Ob es bei dir zu Hause stehen oder hier? Also dieses Wochenende machen wir Gulasch. Richtig schön. 4 Stunden im Backofen. Ey. Richtig schön. Das Schweinefleisch, das zerfällt dann. Ja? Ja, ich weil weiß. Anders mag ich das nicht. Niedrig garen ist schon was Tolles. Und das Rinder, also wir machen ja halb und halb wegen Pari, wegen dem Fett. Naja, ist egal. Aber dann esse ich das auch, weil das ja so faserig ist. Das ist ja wie Pulled Pork quasi. Das zerfällt ja und das Rindfleisch bleibt ja ein bisschen fester. Und dann schön Kartoffeln. Kartoffeln sind lecker. Freut mich schon drauf. Das machen wir Sonntag. Ja, mit Gulasch irgendwie, ich weiß auch nicht. Schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr gehabt. Wollte ich so gar nicht. Nee? Nee. Also wir machen ja auch dann manchmal die Rouladen. Und Geflügelroulade oder Rinderrouladen. Und mal klassisch und auch mal mit Füllungen oder was anderes reintun kannst, ne? In das Geflügel kannst du gut Kräuter reintun und so getrocknete Tomaten und so kannst du da, das ist echt lecker. Und bei dem Rind, ja, da machst du die klassisch oder haust dann noch so ein bisschen Mett mit durch, ne? Also machst da noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ich bin da immer mehr vom Fleisch abgekommen. Ja, Bratwurst esse ich noch, weil da siehst du nicht, dass das Tier ist, aber ist ja das meiste da drin. Aber wir essen ja nicht viel Fleisch. Wir essen ja, also ich jedenfalls, am Wochenende. In der Woche esse ich ja so gut wie kein. Also ich habe das mal, ich probiere ja gerne aus. Ja. Ich habe dann mal so eine 30-Tage-Challenge gemacht, reines, also vegan. Und da waren auch schöne Rezepte so drin. Habe ich dann alles mal ausprobiert. Schmeckte auch super. Das Einzige, was mich absolut misslungen war, ist, das ist der Burger gewesen. Ja, oder so ein Burger. Ja. Aber nicht, weil das Rezept blöd war, sondern ich habe den falschen Paprika genommen. Oder beziehungsweise die Menge war zu hoch. Der Zeug war sauscharf. Mir hat die Zunge gebrannt. Ne? Also was ich bei diesen Veganern nicht verstehe, ne? Ich meine, jeder soll so leben wie er und essen, was er möchte, also um Gottes Willen. Aber was ich bei denen nicht verstehe, ist, warum müssen die veganes Fleisch, wenn ich doch kein Fleisch esse, dann muss ich auch kein veganes Fleisch. Das verstehe ich irgendwo nicht. Brauche ich zum Beispiel nicht. Nee, ich auch nicht. Ja, ich habe mir auch mal gesagt, warum muss ich, aber ich denke mal, das hängt einfach damit zusammen, wenn du zum Beispiel, man ist es so gewohnt, Kartoffeln, Fleisch, Gemüse, Fleisch. Okay.
Okay. Ja, und wenn du auf einmal nur mit Kartoffeln und Gemüse konfrontiert bist, brauchst du irgendwie was. Okay. Das Fleisch schmeckt ja noch nicht mal hundertprozentig wie Fleisch. Ja, eben. Ja, also da kann ich gut drauf verzichten. Kann ich auch drauf verzichten. Ich esse mir dann lieber noch einen zusätzlichen Salat dazu oder irgendwie was anderes. Ja, da hast du recht. Das kann natürlich sein. Ja, das ist ja immer so dieses... Man ist ich so meine, das ist ja nichts Schlimmes. Also ich finde, also, zum Beispiel, jeder soll so wie er wir haben letztens möchte. Königsberger Klopse mal wieder gemacht. Mhm. So, die Klopse mag ich gar nicht. Dann weiß ich nicht. Puh. Aber ich die Soße das, liebe ich. Ja, guck, und ich mag das nicht, weil da Kapern reinkommen. Ja, die Kapern kannst du ja rausfischen oder wie auch immer. Spielt ja keine Rolle. Ich mag Kapern in so... Herbert knallt da manchmal Kapern rein. Aber das schmeckt doch in der Soße, schmeckst du die doch auch. Ja, ich mag ja die Art. Nur die Kapern pur mag ich nicht so. Okay. So, die könnte man theoretisch auch noch pürieren. Naja. Ja, aber... ja, was soll ich dann zum Beispiel machen, wenn ich jetzt sage, ich esse kein Fleisch? Mhm. Ich kann ja schlecht Kartoffeln, nur mit Soße wäre mir auch zu wenig. Aber was ich da gerne bei esse, ist ein grüner Salat mit heller Soße. Du, also wenn ich das so sehe, ich meine, wenn ich dann so einen Eintopf mache, wenn ich jetzt so einen Gemüseeintopf mache, dann da tue ich auch kein Fleisch rein. Musst du ja auch nicht. Nö, tue ich auch nicht. Ne, das schmeckt auch so oder gut. Oder auch, letztens Gemüsepuffer mit Quark oder so, mit Kräuterquark. Ja. Auch lecker. Deswegen, ich sag ja, da ist nicht immer... Ich habe letztens, also ich... ich habe... ich brauch das nicht. Damals haben wir, wie wir noch in Düsseldorf gewohnt haben, bei Pizza Hut mal gegessen. Und da hatten die so eine leckere Pizza und dann hatten die immer so eine Art Sour Cream dabei. Ja. Die du dir als Soße oder was auch immer da noch mit drauf tun kannst. Mhm. Und seitdem, das habe ich nicht vergessen, esse ich zum Beispiel Pizza mit Schmand. Okay. Und ich gehe dann immer hin, schneide ein Stück Pizza ab, kleines bisschen Schmand drauf und Food. Das ist lecker. Ich esse selten Pizza. Hört sich pervers an, aber mir schmeckt's. Ja, das ist so ein Notfallessen, ne? Nee, also Pizza, also wenn wir außerhalb, also wenn wir uns mal was bestellen oder so, dann esse ich am liebsten hier den Royal Pizza aus Herford. Das ist ein Inder. Das ist lecker, vor allen Dingen die würzen ja anders, ne? Mm. Und da kannst du dann auch mal, wenn du da die Spaghetti Bolognese bestellst oder Spaghetti Carbonara oder irgendwas, dann musst du echt dabei sagen, bitte nicht so scharf. ja, aber das ist so lecker, die würzen das so lecker. Also, und da esse ich dann auch selbst die Pizzen. Und du kriegst auch viele indische Gerichte da und auch Gyros und selbst das Gyros bei denen. Ich esse ja kein Gyros. Ah, voll Deibe. Wenn ich das sehe mit diesem Fett, was da alles so rum, das kann ich nicht essen. Aber bei denen, Harry hatte sich das bestellt mit Reis, also Gyros mit Reis. So. Kriegt eine ordentliche Portion Reis und die haben ja diesen Jasminreis, der schmeckt lecker, ne? Und dann hatte er in dem anderen Fach, hatte er jetzt diesen Gyros. Und das roch so gut. Und dann gucke ich so, kein Stück Fett dran oder irgendetwas. Da sage ich, sag, gib mal her. Ich sage, ich probiere das mal. Ne? Und lecker, 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 lecker. Du konntest das also wirklich gut essen. Das war nicht so hart, das war nicht so, weiß ich auch nicht. Und es war halt, ich weiß nicht, was es für ein Fleisch war. Es war auf keinen Fall Schweinefleisch. Gammelfleisch. Nein, also ob das Rind oder Lamm oder was weiß ich, was die da verarbeitet haben, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war das richtig lecker. Und ich mag ja keine, hier, die schwärmen ja alle von diesem Dönerladen da in Enger. Kebabhaus oder wie sich das nennt. Okay, kenne ich nicht. Harry, wenn er von der Arbeit kommt, meistens so am Freitag, dann hat er ja schon früher Feierabend. Und dann fragt er, soll ich uns mal einen Döner-Teller mitbringen? Ach, und ich weiß, dass er das gerne isst. Dann sage ich dann immer, ich sage, ja, mach mal. Also, aber ich mag wir holen unseren das Döner irgendwo in Bünde. Nicht. Ich,
ich esse sowas, ja, wir kochen halt viel selber. Ja, wir machen unsere Döner auch selber. Und aber wenn es schnell gehen muss. Aber manchmal dann, wie gesagt, manchmal hast du keine Lust oder du hast keine Zeit. Und dann, und bei mir, bei uns gibt es halt dann nur diesen Royal Pizza da in Herford, weil es mir da schmeckt. Also ja, warum soll ich dann irgendwo anders, ne? Und ich weiß, dass ich da frische und gute Sachen kriege und fertig. Ich hatte ja so viel Hoffnung hier in unseren Sushi-Laden gelegt, hier in Lippinghausen, ne? Als der eröffnete, hatte der da Reklame gemacht, also Sushi und Bowl. Mhm. Und ich esse furchtbar gerne Bowl. So, ich mache mir die auch selber, ne? Und so. Aber ich habe gedacht, ach, wenn der da, ne, dann könntest du öfter mal eins holen. Auch für hier mal. Nee, weißt du, er macht einen Fehler. Der nimmt für seine Bowl, nimmt der diesen Klebereis fürs Sushi. Hm, okay. Und du musst so einen Bowl-Reis, der ist nicht ganz, der ist zwar fester als andere, aber trotzdem noch flockig. Und das ist echt, du hättest dann nehmen können, mit der Gabel reinstecken und dieses ganze Teil rausholen. Ehrlich, so klebte das alles zusammen. Das mochte ich überhaupt nicht. Also wir wollen dieses Jahr auch vieles mehr selber machen. Also ich habe schon gesagt, Brot und Brötchen werde ich selber machen. Vor allen Dingen habe ich noch so ein Rezept von meiner Tante gekriegt. Mhm. Vollkornrezept mit allen möglichen Körnern und Kernen. Es war so lecker immer. Wir hatten mal eine Brotbackmaschine und alle solchen Dings hatte ich auch schon. Ach. Echt, wie gesagt, wenn man die Zeit dazu hat, ist das alles. Ne? Du kannst heutzutage. Dann manchmal dann wird die Wokpfanne genommen und dann kommt da alles rein, was ich noch im Kühlschrank habe. Dann kommt da entweder Reis oder Nudeln zu und dann oder Kartoffel. Und dann wird das alles zusammengemischt. Na, komme ich ja noch eine Reihe mit aus? Oh, ich glaube doch. Die haben doch, egal was du kaufst, das fängt bei Brötchen und Brot an und hört bei, selbst bei Wurstwaren auf. Da sind so viele Zutaten mit drin. Oh. Die will ich alle gar nicht. Manche kannst du ja auch nicht mehr aussprechen. Ach ja, nee. Das ist genau das gleiche wie bei der Brotsorte. Ich esse ja nur eine bestimmte Sorte Brot. Und das ist immer das Gersterbrot. Mhm. Und wenn ich das hier beim Bäcker nicht kriege, fahre ich nach Herford und hole mir das da weg. Weil ich mag das andere einfach nicht. Und ganz schlimm. Ganz furchtbar schlimm, finde ich, wenn du in so einen Supermarkt gehst und dann haben die ja hier ihre Backshops im Supermarkt und du gehst dahin und kaufst dir da ein Brötchen. Ja, die sind kleiner, schmecken auch anders. Die, als wenn die nicht richtig aufgegangen sind. Du hast so eine riesen Masse da. Nee, die sind kleiner. Die sind auch, ja, aber auch, die sind auch von der Gramm her sind die kleiner. Ist das, als wenn die nicht aufgegangen sind? Deshalb kosten die auch nur die Hälfte von denen, die wir dann. Da. Nee, ja. Sorry. Ich meine, ich habe immer auch Brötchen zum Beispiel, ist auch nicht jeden Tag, dass man sich Brötchen kauft. Ich habe ja immer meine Reiscracker, die ich morgens zum Frühstück mit Frischkäse und Marmelade. Ja. Ja, die esse ich, trinke eine Tasse Tee dazu, bin ich satt. Und dann brauche ich erst mittags irgendwie, ne? Ja. Die wollen uns ja dazu bringen, dass. Wer will uns sowas bringen? Dass wir mehr Insekten futtern. Wer? Ja, überleg doch mal, wird doch immer angepriesen. Boah, ja, du bist doch jetzt schütteln. Du bist jetzt beim Dschungelcamp oder was? Nein. Also, Insekten, wir sind froh, wenn wir wieder welche haben. Wir haben einen Blumengarten angelegt, nur für unsere Insekten, damit das endlich wieder ein bisschen mehr ist. Und dann soll ich die essen? Ja, nein. Leckeres Heuschreckenpulver. Wird dann beigemischt. Wo kommt das weg? Wie kommst du da drauf? Das ist eine neue Verordnung von der EU. Ich wollte es nicht glauben. Ich wollte, Moni, ich sage jetzt nichts mehr zu. Ich wollte gerade sagen, da brauchen wir nicht drüber reden. Also was, das ist auch ich ganz, zeig dir, ganz, wenn du willst, zeige ich dir die Verordnung mal. Nö, kein Bock drauf. Oh Gott. Will ich gar nichts von wissen von denen. Ah, nee. Also ich weiß nur, ich werde genauestens darauf achten, was für Inhaltsstoffe da drin sind. In dem nächsten Brot, was ich kaufe. Hauptsache, die Banane hat den richtigen krummen Winkel.
Ja. Ganz wichtig. Und Hauptsache, sie ist nicht grün. Ja. Ja. Also grüne Banane, ne? Fürchterlich. Bah, hast du da auch schon immer so? Nee, geht gar nicht. Oh, dann muss ich einen Knoten mitten im Strickstück machen. Und vor allen Dingen, da kannst du dir so richtig alles mit verderben, ne? Ja. Kannst du dir richtig den Magen mit verbauen. Die schmecken noch nicht mal im Smoothie. Nee. Bah. Selbst wenn du die mischt. Ja, ich sag ja, grün. Ich esse ja noch nicht mal mehr grüne Kiwi. Ich esse jetzt die goldenen. Das sind immer die, die ich herbei mitbringe. Wenn ich ja, die schmecken aber auch besser, die sind nicht so sauer. Ne? Aber ich mag die, ich mag keine Kiwi. Für mich schmecken die einfach nur wässrig. Hä? Ja. Nee. Also guck die mal, goldenen während Kiwi. Während du hier faul auf der Couch gesessen hast, guck mal, habe ich schon ein ganzes Knoll fertig. Guck mal hier, ich habe auch was geschafft. Ach ja? Wo denn? Doch. Ich habe auch ein bisschen was geschafft. Jetzt habe ich gleich einen Knoten mitten in der. Ja, hast du nur einen Knoll mitgebracht? Natürlich nicht. Sagen. Wie weit komme ich denn mit einem Knoll? Guck mal, ich habe schon so viel. Ja, guck mal, fleißig, so. Fleißig. Ja. Aber das muss ich nur nach hier links ziehen, das ist der andere Rest vom Knoten. Mann. So, nächste Knoll. Und was hältst du davon, dass unser Dieter wieder da ist? Welcher Dieter? Bohlen. Ach Gott. Ich gucke das doch gar nicht. Ja, ich auf jeden Fall. Ich habe das ja boykottiert, als dieser Oma, wie heißt er nochmal, dieser Oma- und Opa-Moderator von den Öffentlich-Rechtlichen. Weiß ich nicht. Ich komme nicht drauf, dieses hagere Männlein. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand das, ich habe... Silbereisen heißt er. Ja, ich habe die SDS nicht geguckt, aus dem ganz einfachen Grunde, weil da werden Sprüche abgelassen, da werden die Sänger niedergemacht. Ja, du weißt das vorher. Ja, die Leute, die da hingehen, wissen, dass Dieter Bohlen so ist. Der ist ja viel humaner geworden. Aber die glauben ja, dass sie singen können. Ja. So. Und dann kann man den Leuten dann auch vernünftig sagen. Das ist genau das Gleiche, wie ich manchmal denke, wenn ich dann so ein junges Mädchen sehe, dass ich dann manchmal denke, Mädchen, hast du keinen Spiegel zu Hause? Oder keine Mama, die dir sagt, dass das zu eng ist. Das ist genau das Gleiche. Du kannst den Leuten sagen, du kannst nicht singen, du kannst das nicht. Die glauben das nicht. Wenn sie es dann aber mal hören, dann ist das vielleicht dann auch glauben mal, sie es ja, nicht. Dann glauben sie es an. Auf jeden Fall, ich mag das und ich finde die Jury auch richtig gut und die haben richtig gute Sänger. Also gestern Abend, als ich das geguckt habe, mir das richtig gefallen. Also diese eine Soul-Sängerin, die Dunkelhäutige, die war so toll. Und alleine ihre Art und so fand ich schon klasse. Da waren gestern wirklich richtig gute Leute bei. Okay. Nein, also letztes Jahr habe ich das regelrecht boykottiert. Ich habe das nicht geguckt. Keiner bei uns außer von meiner Tochter auch nicht. Die hat gesagt, nee, so, wenn ich Oma- und Opa-Programme haben will, mache ich die Öffentlich-Rechtlichen an. Nee, ich habe es nicht geguckt, weil ich einfach dieses Niedermachen. Also ich sag aber mal, das ist nicht mehr, das war früher ich habe die eine Folge jetzt mal gesehen, also der geht ja regelrecht... Ja, aber wann hast du das denn gesehen? Das ist jetzt vor kurzem das gewesen, eine Sendung. Ah, nicht ganz, ich habe es nur teilweise gesehen. Ja, Samstag war die erste. Ja, vielleicht war das dann, kann sein. Weil sonst war er nicht mehr dabei. Und da hat er sich ja zusammengerissen. Da war ja also kein, ich finde, das Ganze lebt aber auch von dem, ne? Von dem Ganzen. Sonst wäre das, es ist ja Unterhaltung, das ist ja Fernsehen. Unterhaltung, andere Menschen zu beleidigen und sie lächerlich zu machen, finde ich nicht unterhaltsam. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, welche Folge du geguckt hast, vielleicht vor 10 Jahren. Die ist egal. Ja, ich habe jetzt zuletzt habe ich keine Einwände gehabt, aber ich muss nicht gucken, wie andere fertig gemacht werden oder lächerlich gemacht werden. Also ich habe das nie so werden. Empfunden. Ich schon. Ja? Ja. Also ich sag mir immer, wer da hingeht, der weiß ja. Ja, der weiß, dass er kritisiert wird oder abgelehnt wird. Aber und wenn muss ich dann, doch keine wenn dann, einer, wenn dann einer sagt, du kannst nicht singen und das halt dann so ein bisschen unterlegt, ja. Manche verstehen es halt auch nicht anders. Ne? Ja, manche wollen sind ja Chance auch haben. Unheimlich dickfällig dabei. Also, da muss man die trotzdem, dann abgeführt werden müssen, regelrecht. Ja, dann haben die Hawaii jetzt auch letztens einer. Da haben sie auch gesagt, sorry, nein, geht nicht. Und letztes Jahr kann ich ja nicht mitreden. Da habe ich das nicht ein einziges Mal geguckt. Ja, das ist oder auch hier dieses Supertalent habe ich auch nicht geguckt. Da waren ja, obwohl ich halt diese beiden Jungs aus Bünde wirklich gut finde,
Hier diese Zauberer, diese Magier, die finde ich so richtig gut. Und Ehrlich auch, Brothers ja, oder genau, und die sind auch echt sympathisch. Aber die passten da einfach nicht rein. Ich fand, das Ich kannte die passte gar nicht. nicht. Du kanntest die nicht? ja ich gucke doch erst in letzter Zeit ein bisschen Fernsehen seitdem ich da so lange auf Couch mal liegen musste und den Fuß hochhalten musste vorher habe ich doch sowas nicht gesehen da haben mir allen möglichen Mist reingezogen und Ja. irgendeine Sendung über Brautkleider Ach, nee, da habe ich sowas gedacht gucke was ich gucke ich mir da nicht. an und dann bin ich übergegangen zu Impossible Kitchen Nee, oder Kitchen kenne Impossible, das ich ist mit dem nicht. Melzer, Kochsendung. Oder Ich gucke ja das kein. perfekte Dinner. Okay. Aber mittlerweile kann ich schon diese Dinger alle nicht Also mehr ich sehen. gucke ja kein, also kein Fernsehprogramm. Ne? Ich Ja. gucke, okay, jetzt hier Dieter Bohlen und das Ich habe auch Dschungelcamp nicht wirklich und auch geguckt. Mein Lokal, Dein Lokal finde ich gut. Ja. Aber wenn normalerweise bei mir der Fernseher angeht, dann streame ich irgendetwas. Ja, okay. Auch Serien. Oder ich gucke mir schon mal die Folgen von nächster Woche an oder so. Ja, ich sag mal, ich Ja. gucke gerne Dokumentationen. Ja. Auch gerne über Tiere oder so. Nee. Da sagt Herbert schon immer, was Über guckst du denn Katzen, da? ja, Aber aber. ich gucke im Grunde genommen nicht wirklich. Da läuft einfach Nee, nur das ein Ohr Hörbuch. zwischendurch, ja, und dabei stricke ich. Genau, das ist wie ein Hörbuch. Ne? Das ist. Aber ich muss mir mal ein paar Hörbücher wieder zulegen. Ich habe Audible wieder ordentlich Ich wollte gerade sagen, also angesammelt. ich höre meist Hörbücher übers Handy, ne? Machst du bei YouTube Hörbücher und Was dann. ich gestern gehört habe, da haben die, das war glaube ich ZDF, das wusste ich nicht, da haben die gesagt, extra für Leute, die schlecht sehen können oder wirklich blind sind, gibt es. Entweder kann man das vom Fernsehen aus steuern oder in der Mediathek gibt Ja. es diese Hörversion von den Sendungen. Ja. Wusste Das, ich nicht. ach, das wusstest du nicht? Nee, Doch. das ist wie ein Hörbuch. Ja. Fand ich gut. Also ich kann, wenn ich mir so überlege, ich kann auch stricken, wenn ich ganz blind bin. Ja, du guckst, man guckt ja auch bei Glattreise, dass wir da jetzt hingucken, aber normal brauchst du da ja auch nicht hingucken bei Nee. Glatt rechts, Fällt mir ne? gerade so ein, ja, ich bin gerade an der Stelle mit Also, dem Knoten. das ist, also Knoten mache ich immer auf, ne? Ja, nee, Und ich habe ja jetzt einen das. Knoten machen müssen. Ach so, Ich habe jetzt okay. einen Knoten gemacht, den Ach wirst du auch so. nicht mehr aufkriegen und Ah, der wird okay. kurz geschnitten. Ja, guck, und ich webe die da, ich stricke die dann ein. Ja, habe ich auch schon gemacht, aber bei der Wolle, das ist eine dicke Wolle, da fällt sofort auf. Nun gut, was meinst du, wie spät haben wir es? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es Ich ist habe meine 1 Uhr zu Uhr. Hause. Ich glaube bestimmt, dass wir 1 Uhr haben. Mit Sicherheit. Ich glaube, ich muss Mittagessen. Und dann habe ich noch 1,5 Stunden, bis die Frauen kommen. Ja, wenn es jetzt 1 Uhr ist, Mittagessen. Was heißt, vor Mittagessen werde ich erstmal Ich fegen. muss ja vorher nach Hause, weil es gibt Herbert eine Vermisstenanzeige auf. Und dann Mittagessen. Dann räume ich die Wolle ein und dann sind die Frauen schon da. Kaffee kochen, ja. Und dann sind die Frauen schon da. Ja. Ich werde mal gucken, wie ich mich gleich so fühle. Das ist immer ein Kampf. Bis du mal wieder in deinem normalen Rhythmus drin bist. Meistens ist das dann so, Ja. dann schaffst du das nicht bis zum Abend, wirst vorher müde und dann schläfst du ein und bist dann morgens um 4 Uhr wieder wach. Nee, also das habe ich nicht. Also ich muss Oh. ganz ehrlich sagen, wenn ich morgens aufstehe, ich habe zwar zwischendurch so einen müden Schauer und bin vielleicht mal am Gähnen oder so, aber nee, also Ja, das du habe hast ja ich allein schon nicht. durch die Arbeit hier bedingt. Aber im Ja. Moment bin ich nicht arbeiten. Ja. Also gehe ich ins Bett, wenn ich Lust habe oder müde bin. Ja, stehe auf, wenn ich Lust habe, Ja. wenn ich wach bin. Aber ich stehe auch im Urlaub. Ja, siehst du, das mache ich ja nicht. Das ist bei mir ganz unterschiedlich und das muss ich mir erstmal angewöhnen. Weil ich will ja was haben vom Tag. Ja. Ja. Ne? Naja, ich glaube, wir machen jetzt einen Genau. Cut. Ne? Ich hoffe, es hat euch wieder etwas Spaß gemacht, unser Gelaber hier zuzuhören. Und ich habe schon.
ordentlich gestrickt. Ja, Jutta war fleißiger als ich. Ja, ich muss auch zwischendurch noch Kunden bedienen, ne? So ist das ja nicht. Habe ich Pause gemacht. Ja, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen unterhalten, wenn wir auch nur, ne, so ein bisschen rumgelabert haben. Hat es euch gefallen? Ich wünsche euch alles Gute und Jutta denke ich auch, ne? Wir wünschen euch alles Gute. Ich wünsche euch das Doppelte von dem, guck, was ihr uns wünscht. Ja, und wir sehen uns jetzt am Samstag kurz mit Sophie und ansonsten wieder am Dienstag. Ja, das war's. Ne? Wir beide sagen tschüss. Jetzt muss ich eh aufstehen und euch, und euch ausschalten. Okay, ihr Lieben, bis dahin. Ciao.